when I'm back on top in June. I said, that's life, and as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on the dream. But I don't need it, let it get me down, 'cause this final world keeps me spinning round. Fill my heart with song and let me sing forevermore.
Danke dem Ballettensemble des Volkstheaters. Danke Hannes Richter am Schlagzeug, John Carlson am Klavier, George Bühler, Özgür Platte und Opernsänger James Key. Und jetzt begrüßen wir ganz herzlich die Moderatorin des heutigen Abends, Anja Umland. Hallo. Hallo Frank, ich grüße dich. Hallo. Ey, ich bin so geflasht. Was ist denn das hier bitte gerade gewesen? Vielen, vielen Dank. Was habt ihr hier aufgebaut? Großartig. Ja, du solltest ja auch einen schönen Auftritt haben. Oh, ich danke dir, das habt ihr geschafft. Herzlich willkommen zum zweiten Rostocker Songfestival. Heute live aus dem Volkstheater in Rostock. Natürlich in Rostock. Das ist Frank Buchwald. Frank, du bist Schauspieler hier. Ja, ja. Und heute mein Co-Moderator. Heute der Co-Moderator, ja, das macht auch viel Spaß, aber wir scharren natürlich mit den Hufen und möchten gern die Stücke spielen, die wir vorbereitet haben in nun ja fast 2 Jahren. Wir sind wild entschlossen zu spielen, wir wollen spielen und hoffen, es geht wieder los. Super, ich freue mich und ich komme auf jeden Fall. Wenn du spielst, sowieso. Danke. Nach der Tristesse der letzten Monate, ja fast Jahre, kann man sagen, dachten wir, es wäre doch ganz gut, ein bisschen Glamour in die Angelegenheit zu bringen. Und also haben wir heute einen Galaabend vorbereitet mit wunderbaren Musikacts und natürlich ganz spannenden Künstlerpersönlichkeiten. Frank, wir sehen uns nachher wieder zum Abschluss. Die Zuschauer, die sehen dich noch ein bisschen öfter zwischendrin. Aber ich gehe jetzt erst einmal zu der anderen großartigen Überraschungsecke, sage ich jetzt mal, des heutigen Abends, nämlich zu meiner Talk-Couch. Meine erste Gästin sitzt schon da. Ja, und das kann man über sie sagen. Ich würde mal sagen, wenn man es geschafft hat, dass der Artikel und der eigene Nachname reicht, um sich vorzustellen, also ja, dann ist das schon eine große Nummer. Herzlich willkommen, Jacques, die Boulanger. Hallo Jacqueline, ich grüße dich. Hallo, ich grüße dich, Anja. Hi. Die Boulanger, hörst du öfter? Also nicht ins Gesicht, aber ich höre es öfter, dass man das so sagt. Ja. Und warum nicht? Also es schön, ist oder? Mit Sicherheit ja nicht unnett gemeint. Nein, auf keinen Fall. Ich finde, man muss aber auch den Namen dafür haben. Ich habe mal mir vorgestellt, wie das wäre, wenn man das bei mir machen würde. Die Umland, ja ich weiß nicht, das klingt immer so bär, genau. Siehst würde du, wahrscheinlich jeder sagen, falsch, das heißt doch das Umland. Ja, ja, zum Beispiel. Oder ich habe mir gedacht, das klingt so ein bisschen, die Umland, das ist die ungeliebte Kollegin im Büro, der man irgendwie, weiß ich nicht. Gut, lassen wir das. Obwohl der Boulanger, wenn Bäcker, dann auch nicht stimmen würde, die Bäcker, ne? Das stimmt natürlich. Ich könnte mich ja in Bonlieu umbenennen, das ist doch sowas Ähnliches wie Umland vielleicht, oder? Nee? Bonlieu. Bonlieu, irgendwas mit Umgebung? Okay. Yeah. Vergessen wir das. Da können wir ja später noch mal weiter drüber diskutieren. Wir schreiben da ein paar Sachen auf. Ja, das finde ich gut. Dann reden wir über einen Künstlernamen ordentlichen für mich. wie ist denn das? Du lebst jetzt in Warnemünde. Kannst du denn eigentlich durch Warnemünde gehen, ohne erkannt zu werden? eher nicht, aber das hat, glaube ich, gar nicht so viel mit der Künstlerin zu tun, als dass einfach Warnemünde ja nicht so riesig ist, als dass man sich nicht kennen würde. Ist aber auch schön, oder? Wenn man so ein bisschen ja und in der nein, Provinz wenn man es wirklich will, dann ist es okay. Ich bin ja eher die das vermeidet. Mhm. Und wenn ich tatsächlich dann so wie sonnabends morgens auf den Markt will, dann wirklich Brille, Mütze rein bis hier. Und dann so durch die Gasse, durch diese kleine, wie heißt mein herrlicher Weg, wo der Puff auch ist, durch diesen Weg, Mittelweg. Ja, was denn? Wir haben in Warnemünde, ist es nicht toll? Wir haben in Warnemünde noch ein Freudenhaus. Und hat so eine einfache Adresse, ist auch gut, ne? Ja. Kann man sich gut merken, Mittelweg. Ja. Ja. Mhm. Ja, ab durch den Mittelweg mit mir, mit meinem Körbchen morgens zum Markt. Okay. Jacqueline, für die 2, 3 Leute, die dich vielleicht noch nicht kennen, haben wir einen Einspieler vorbereitet. Den darfst du dir jetzt natürlich auch anschauen. Sehr ich schön. Sage mal, Film ab. Ihre Ausstrahlung, ihr Lachen und vor allem ihre Musik sind im ganzen Land bekannt. And I forget to do. Und wenn jemand in MV für Glamour sorgt, dann ist es Jacqueline Boulanger. Bekannt für das warme Timbre ihrer Stimme, begeistert die gebürtige Berlinerin seit Jahrzehnten ihre Fans und kümmert sich um den Nachwuchs. Seit vielen Jahren ist Rostock ihr Heimathafen. Gut für uns, denn wir können nicht genug bekommen von unserer Grande Dame des Jazz. So,
Ja, da haben wir dich gerade mal ein bisschen vorgestellt und dich auch unterrichten sehen, aber eins nach dem anderen. Wie lange bist du jetzt in Rostock? Das habe ich irgendwie... Seit 2000, glaube ich, ganz glatt. 1999, 2000. Okay, das ist ja schon eine Weile. Ist schon ein bisschen. Wie würdest du die Kulturszene in Rostock oder vielleicht sogar MV beschreiben? Also vielleicht auch im Vergleich zu größeren Städten. Also du kommst ja aus Berlin. Ja. Wie das kann man das? Nicht vergleichen. Ne? Ja. Aber ich muss wirklich sagen, in der Zeit, in der ich hier bin, ich bin ja direkt wegen der Kultur auch gekommen. Mhm, also okay. Ich habe den Pasternak kennengelernt, noch bevor ich hierher zog. Mhm. Und dann ergab sich das halt mit dieser Pasternak Jazzband. Und das war cool. Und ich habe dann in Berlin gerade irgendwie die Schnauze voll gehabt und habe gesagt, jetzt komme ich zu euch rüber, ziehe ich nach Rostock. Und ich muss wirklich sagen, ich bin hier angekommen, wir haben geprobt. Es war irgendwie Mittagspause, es war alles zu. Du konntest nirgendwo was bestellen, dir zum Essen nichts, gar nichts. Das war hier wie, ich dachte, Rostock ist eine Großstadt. Ja, ist doch auch. So, und mit den Veranstaltungen war es ganz ähnlich. Mhm. Also abgesehen von Jazz, ich glaube, Jazz hieß damals einfach Pasternak, weil die gar nichts anderes kannten. So, ich übertreibe mal ein bisschen, aber das fühlte sich wirklich so an. Man konnte, und das ging aber so schnell dann bergauf. Und der Pasti ist da auch wirklich jemand, der viel daran beteiligt war. Auch, ist übrigens auch so einer, wo man einfach nur sagen muss, der Pasternak, ja, und absolut. Alle wissen Bescheid. Ne? Da braucht man nicht mal mehr der sagen. Stimmt schon, ja. Mhm. Okay, also du findest, es hat sich was getan in den letzten Jahren. Es hat sich, also in den 20 Jahren, in denen ich hier bin. Schau, heute ist es ja so, dass du unter normalen Bedingungen manchmal gar nicht weißt, wo du zuerst hingehen sollst. Mhm. Ne? Und von da bis da, das war ja ein Prozess. Also da ist aber ganz schön was passiert. Ja. Aber mit großen Städten vergleichen kannst du das auch nicht. Ist auch müßig, ne? Vielleicht ist es auch, ja, vielleicht braucht man sogar das nicht machen. Einfach, nein, ne? Man braucht das nicht. Ich sag mal, uns würde manchmal... Manchmal würde uns ein bisschen Vergleich ganz gut tun, weil in so kleinen Städten hast du das halt oft, dass man in seiner eigenen Suppe so ein bisschen schwimmt und denkt, was, wer weiß, wie gut man ist. Mhm. So, ne? Und den Vergleich vielleicht nicht hat. Das würde ich mir manchmal ein bisschen wünschen, aber wie gesagt, das lässt sich nicht vergleichen. Und die Leute, die hier wohnen, die Rostocker, ich glaube, die sind mit ihren Künstlern super zufrieden und die lieben die. Ja. Unter anderem ja auch dich. sag mal, wenn du jetzt als Künstlerin, wenn du Songs probst, wenn du dir was Neues ausdenkst, was inspiriert dich? Wo holst du die Ideen her? Ja, das ist unterschiedlich. Also ich bin ja jemand, ich glaube, die fliegen mir eigentlich zu. Mhm. Das ist so, ne? Und wir übrigens, ich glaube, dass alles im Leben uns zufliegt. Nur ob wir es auch hören oder sehen, ist die Frage. Ne? Ja. An den meisten rauschen wir ja so ein bisschen vorbei. Und also ich glaube schon, dann fiel mein Tino zum Beispiel, der Pianist meiner Jazzband, also der hat oftmals die richtigen Ideen, aber die hat er ja nicht wegen sich, sondern die hat er wegen mir. Der erspürt mich und dann sagt er, ich habe deinen Titel gehört, das wäre irgendwie deiner. Das passiert aber mit anderen Freunden auch. Ich habe meinen Freund Annie, da war das Gleiche. Ich habe da einen Song im Radio gehört, das, ich musste so an dich denken, das ist deins irgendwie. Also sowas passiert auch. Ja. Ne? Weil man sich kennt einfach. Weil, das ist schon eine Vertrauensbasis auch. Ne? Ja, dann sind Bilder irgendwie da im Kopf. Ne? Also es ist ganz unterschiedlich, wenn ich mit Volker Musik mache. Wir beide machen ja so ein bisschen Country-Musik, Oldies. Dann befruchten wir uns sozusagen gegenseitig. Mhm. Dann sind das so alte Dinger, herrliche alte amerikanische Songs, die er schon vor gefühlten 100 Jahren gesungen hat. Ne? Und wo ich sage, oh, toll, macht total Spaß. Ja. Also es ist ganz unterschiedlich. Naja, und wenn ich schreibe für mich, dann ist es der Moment halt. Ne? Dann hat man ja irgendwas zu sagen. Irgendwas ist da drin gerade passiert. Das muss ich jetzt mal aufschreiben. Ich bin ja gar nicht so ein Schreiberling. Das passiert ja nur ganz selten. Aber wenn, dann ist es, weil jetzt gerade mal was raus muss. Ich glaube, ich muss das sagen. Und wenn ich Glück habe, dann tickert gleich im Kopf auch die Melodie dazu und hat schon so irgendwie was gemacht. Und dann ist der Refrain und das Erste, was da schon da ist und da steht, oh, mein Lied ist fertig. Wahnsinn, wie cool. Das muss ein unfassbar schöner Moment sein. Ja, ne? Das ist schön. Kommt sehr selten vor, aber das ist cool. Cool. Wir haben ja eben in dem Einspieler auch gesehen, du unterrichtest auch, das machen viele Künstler, gerade hier bei uns. Was ist es, was du da auch mitnimmst? Vielleicht, du gibst viel auf jeden Fall, aber was nimmst du vielleicht auch mit? Ich glaube sogar, dass ich
Also es hält sich mit Sicherheit die Waage. Mhm. Es kann sogar sein, dass ich mehr mitnehme, das wollte ich fast sagen, als ich gebe. Das kann ich vielleicht selber gar nicht so einschätzen, weil die Erfahrungen, die man da macht mit den jungen Mädels, das ist unglaublich. Also was man für sich selber auch sieht, das ist ja, die halten dir ja deinen Spiegel auch vor. Ne? Mhm. Also da passiert so viel und Stimme ist ja ein Instrument, da kommst du ja dem Gegenüber ganz nah. Näher geht, glaube ich, nicht. Näher geht nicht. Und es gab auch Begebenheiten, wo ich dann nicht unterrichtet habe, wo ich gesagt habe, komm, wir gehen jetzt ein Eis essen. Weil, ne, wenn der Körper nicht da ist, der funktioniert nicht, der ist traurig oder irgendwas, dann du musst auch merken, wenn das überhaupt keinen Sinn macht. Ist das dann wie so eine Art Mentorinnenrolle, die du da siehst? Du, auf alle Fälle. Also es gibt Mütter, die mir recht herzlich danken für die Miterziehung sozusagen. Ach Gott, ja. Und das ist auch in Ordnung. Ich unterrichte ja gar nicht so gerne jetzt kleine Kinder wirklich. Ich bin schon eher so, ich sag so, ab 14 wäre ganz nett. Einfach, weil ich möchte, dass meine Schüler schon so ein bisschen wissen, was sie wollen, was sie damit anfangen wollen. Ne? Und dass man auch mal ein bisschen draufhauen kann und sagen, und jetzt machen wir mal. Und dann musst du bei den Kleinen ja so vorsichtig sein. Nein, also ich nehme unglaublich viel mit von meinen Mädchen und von dem, was sie mir eben zurückgeben auch und was sie mir sagen, dass es mit ihnen gemacht hat. Und eine hat mal geweint, weil sie zur falschen Stunde gekommen ist sozusagen und sich so gefreut hatte, dass heute Unterricht ist. So. Mhm. Also das ist irgendwie schon ziemlich cool mit den Weibern. Und das außerdem, da ich zu Hause kaum Musik höre, wirklich, ich höre mir fast gar nichts an. Also ich bleibe eigentlich aktuell durch meine Schüler, bleibe ich in der aktuellen Musik. Ich habe kein Radio, ich habe keinen Fernseher und ich liebe Ruhe zu Hause. Da bin ich jetzt ein bisschen platt, muss ich ehrlich gestehen. Aber ich kann es mir auch vorstellen, dass man auch abschalten absolut, muss, ne? Dass man auch runterkommen muss. Warte, du hast gerade was gesagt, was... jetzt ist es weg. Jetzt ist mein Gedanke weg. Nee, und dadurch habe ich, bringen die mir die aktuelle Musik. Ne? Manchmal staune ich, was es für tolle Songs gibt, für tolle Sänger auf dem Markt neu sind. Ja. Irre. Na, da kannst du heute Abend auch noch mal ein bisschen staunen. Ein paar von denen sind nämlich hier. Ja. Aber was ich dich mich auch fragen wollte, aktuelle Musik, Jazz ist ja eher was, wie kann man das beschreiben, was Traditionelles, was Erhabenes, ich weiß auch nicht. Aber wie connectet denn die Kunst des Jazz auch im Gesang mit der jetzigen jungen Generation? Passt das gut oder wollen die eigentlich was anderes von dir? Wollen die eigentlich, bringen wir Singen bei und dann mache ich Popsong? Wie ist denn das? Das sind zwei verschiedene Fragen. Also das eine ist, Jazz ist ja eine Musik, die zu jeder Zeit immer den Moment sozusagen aufgeschnappt hat. Also die lässt sich mit allem verbinden, was es gibt. Ja, deswegen gibt es Latin Jazz oder Blues mit Jazz gemischt und Country und Pop mit Jazz gemischt. Alles kannst du irgendwie mit Jazz. Okay. Weil Jazz, glaube ich, nichts anderes ist als mach eine geile Musik, es soll swingen und wenn du noch improvisierst, cool. So. Also das sage ich jetzt einfach mal so flop dahin. Und deswegen, es beantwortet natürlich die zweite Frage auch und deswegen ist das gar kein Problem. Also ich gebe ja meinen Schülern, ich unterrichte die ja nicht in Jazz, es sei denn, die möchten das. Oh ja, okay. Ich unterrichte die in Singen. Und dann sollen die natürlich das singen, was die, also was aus denen rauskommt. Ich gucke erstmal, was aus denen rauskommt und da greife ich mir den und buddel das vor, was die da schon haben. Das mache ich einfach nur Großbauschichten auf. Also ja, ich bin ein bisschen neidisch auf die Mädels, die bei dir Unterricht haben dürfen. Ganz kurz, also bitte um eine kurze Antwort zum Schluss. Was sind deine Projekte für die Zukunft ganz konkret, du als Künstlerin? Ach, im Moment ist es wirklich schwer, ne, von etwas Konkretem zu sprechen. Mhm. Aber wenn ich mir was wünschen dürfte, dann würde ich natürlich sehr gerne meine Show ein bisschen weiterführen. Ich habe so eine kleine Show angefangen im letzten Jahr. Jackie, die Mischung macht's. Ich glaube, das steht mir auch sehr gut. Vielleicht kann ich die vielleicht kann ich die ein bisschen mobil machen. Ne, da lade ich ja auch je nachdem Musiker ein oder mal Persönlichkeiten unserer Stadt und soll mit viel Humor zugehen und so weiter. Also das. Und dann habe ich ja natürlich, ich habe meine drei Projekte, wenn man so will. Ich habe die Piaf, ich habe meine Jazzband und ich arbeite mit meinem Claude, der Claude und die Sängerin. Und da ist eigentlich sowieso viel, viel zu tun. Und dann kommen immer mal noch ein paar Projekte nebenher dazu.
Also es ist genug zu tun. Ja, sehr schön. Du, und wenn ich dann mal es geschafft habe und die Umland bin, dann komme ich in deine Sendung vielleicht mal. Ja. Yeah. Das würde mir gefallen. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Die Couch wird sich noch füllen, es bleibt spannend. Darf ich mal ganz kurz... Habe ich denn dann noch Platz genug? Du, das wird vielleicht ein bisschen muggelig, aber ansonsten stocken wir auf. Das kriegen wir hin. Du hast in Berlin studiert, auch Gesang. Hier in Rostock haben wir auch eine schöne Hochschule, die Hochschule für Musik und Theater. Und im Studium findet man ja bekanntlich auch nicht nur Freunde, sondern gerade an einer Musikhochschule auch mal ein paar Bandmitglieder. So geschehen bei den Künstlern, die jetzt auftreten, bei Dear Robin. Ginny works down at the oldest bar, coins clicking in her mercy jar. A teenage rabble working hard all night, worn clothes right from the fight. Years and hopes and praying for the day that peace will come. Nights and cries and flames burn down the sky. Blood has taken my appetite. Just one look out of the window. No soul stays alive until those days are gone and over. Broken times. Broken time. But might I living inside my bed each night, keeping me awake, making me insane. And I wonder, still I wonder, can you hear the devil sing? Down at the oldest bar, coins clicking in a mercy jar. A teenage rabble working hard all night, worn clothes right from the fight.
Herzlich willkommen auch von uns. Wir sind die Robin. Wir durften das jetzt hier heute erstmal als erste Band eröffnen. Und wir freuen uns sehr, hier dabei sein zu dürfen. Das war unser erster Song, Ginny. Und jetzt kommt ein zweiter Song und der heißt Get Enough. Und noch für dieses Jahr ist ihr Debütalbum angekündigt. Es wird noch nicht verraten, wie es heißt, aber man wird euch sehen, wahrscheinlich oder ziemlich sicher auf der Hanseseel im Sommer. Genau, und wenn man sonst noch was an Neuigkeiten nicht verpassen will, einfach folgen, Instagram, Facebook, Dear Robin Official heißen wir da, genau. Viel Erfolg weiterhin. Und wir kommen zu unseren nächsten Gästen für die Couch.
Sie sind sehr bekannt in Rostock. Das ist Arne Lifson und Uschi. Straßenkunst, Varieté, Feuershows und vieles, vieles mehr. Arne ist in Rostock bekannt wie ein bunter Hund. Bitte. Hallo. Uschi und ihr Arne. Ja, ich komme. Oder wir, oder wie, oder was? Ja, tipptopp, hallo. Hey. Immer wenn Arne die Arme hochreißt, dann weiß man, jetzt muss man klatschen, ne? Ja. Warte. Ja, Arne. Läuft. Uschi. Uschi kann auch die Arme hochreißen, aber ja. Das ist ganz aufregend, ganz aufregend, ganz aufregend, ganz aufregend. Ja. Ganz aufregend. Oh mein Gott. Psch. Daran wir müssen erst mal kurz ein bisschen beruhigen. An diese Situation, oh, dass der Huhn ja auch neben mir sitzt. Ja. So, guck, da ist sie. Das ist Uschi. Hallo Uschi. Ist ja auch warm hier bei euch. Hi, na? Das musst du aber sein. Also. Okay. Ich muss gestehen, natürlich, ja, bekannt wie ein bunter Hund in Rostock sowieso. Aber Uschi kannte ich jetzt noch nicht tatsächlich, also nicht persönlich und so nah, schon gar nicht. Wie kommt es, dass du Uschi dabei hast? Na, das kam eigentlich im Zwiegespräch, als es um die Vorbereitung des heutigen Abends ging, was man dann so an... Also ich meine nicht für heute Abend, sondern generell. Uschi Ach, ist wie ja ist das? Ja, ja, Uschi ja. Also ist wie ja hast schon du dir gedacht, nehme ich jetzt ein Schwein oder ein Huhn oder ein Meerschwein oder welches Tier passt denn hier? Nee, die ist ihm ja zugelaufen. Ja, das ist die Geschichte. Die ist mir zugelaufen. Okay. Das hat aber eine Vorgeschichte. Also es ist schon quasi die dritte Generation Bühnenhuhn. Ja, weil cool. Ich ja ein Eifahne großes... Fackel. Ja, Eifahne Fackel. Damit fing es an. Dann wurde eins ausgebrütet. Ja, quasi kamen irgendwie immer Hühner und irgendwann waren sie einfach mit auf der Bühne, weil sie mich immer begleitet haben. Mhm. Und dann hat es auch ein Huhn bis in den Landtag geschafft oder zumindest bis zur Landesregierung. Und ich habe irgendwie festgestellt, je älter ich werde, desto mehr Aufmerksamkeit bekomme ich, wenn ich einen Huhn dabei habe. Und insofern du, ganz ist komisch. Es wie kann denn sowas sein? Ganz angenehme Koexistenz. Also ich freue mich sehr, dass ihr beide da seid. Uschi muss nachher natürlich wieder ins Körbchen, ist klar. Ja, aber du bleibst auch dabei. Direkt eingeschlafen. Ach echt? Du bist jetzt wahrscheinlich auch so ein richtiger Hühnerexperte geworden. Ja, das ist braucht man aber auch nicht viel. Nee, das ist aber bestimmt auch dein Körper, diese Sonorität, wenn du erzählst. Das nimmt die wahr, das kennt die schon, das weiß sie. Okay, dann kann ich jetzt erstmal pennen. Dann würde sie sich bei dir ja auch wohlfühlen. Natürlich. Ne? Bei mir auch. Nein, ja, okay. Wir können dir in Schlaf singen. So, Arne, guck, da bin ich wieder, Frank hat schon gesagt... Redet ihr über mich? Nein. Bekannt wie ein bunter Hund. Ich habe auf meiner Karte stehen Hans Dampf in allen Gassen. Du, aber für wir, die paar Leute, die dich vielleicht noch nicht kennen, ein kleiner Einspieler über dich. Ihr macht lauten Trommelwirbel, ich schmeiß das letzte Stück Apfel in die Luft und werde versuchen, aus der Luft heraus zu hapseln. Und das hat noch nie geklappt. Wenn er auftritt, muss man einfach hinsehen. Arne Lifson, Rostocks beliebtester Straßenkünstler. Seine Shows? Immer einfallsreich, lustig und wagemutig. Der studierte Theater- und Zirkuspädagoge unterrichtet auch Kinder. Und so manches Kind wird mit Erinnerungen an seine Straßenkunst groß werden. So, da habe ich bei der Arbeit gesehen. Auch, auch bei der Berufswahl. Wie schön. Ja. Du hast wohl alles richtig gemacht. Ab wann wusstest du denn, ich werde Gaukler, ich werde Artist? Wann fing das an bei dir? Also das steckt schon... lange in mir. Ich habe angefangen im Kinderzirkus damals, stand mit 13 das erste Mal auf der Bühne und habe gedacht, so, boah, das ist es. Und habe dann in der Tat auch überlegt, ob ich eine Artistenkarriere mache, was die Ausbildung angeht und habe mich dann aber erst auf andere Wege begeben. Eher so in den pädagogischen Bereich, Ergotherapie habe ich mal angefangen. Mhm. Und hätte nie gedacht, dass ich mal als Artist meinen Lebensunterhalt in der Form bestreite, dass ich wirklich davon leben kann. Das ist einfach passiert. Das ist passiert. Ich hab gespielt, es hat den Leuten gefallen. Um es ganz marktwirtschaftlich auszudrücken, scheine ich ein Produkt geschaffen zu haben, was dementsprechend Absatz gefunden hat. Und so habe ich mich
2006, 2007 entschieden, komplett den Weg einzuschlagen, wenn man jetzt so will. Ja, also ich habe eigentlich nie was anderes gemacht. Ich habe zwischendrin studiert, ich habe eine Ausbildung gemacht, aber eigentlich stehe ich auf der Bühne, seit ich 13 bin. Und das war dann in der Zeit für mich der Punkt, wo ich mich entschieden habe, okay, ich wage jetzt diesen Schritt und werde selbstständiger Künstler. Cool, und das ja sehr erfolgreich. Also wie gesagt, ich glaube, wie wir es eben im Einspieler auch gehört haben, so manches Kind wird mit den Erinnerungen an deine Straßenkunst wach auf. Ja, vor allen Dingen werde ich wach, wenn mich auf einmal die Kinder angucken und die sind 22 aufwärts. Ja, sagen, ich kenne dich doch als kleines Kind. Ja. So, okay, ja, ja, das ist, es ist ziemlich abgefahren, weil die dann nochmal in einer völlig anderen Reflexion dir wiedergeben können, was du eigentlich für die warst. Ja, die, also gerade Kinder, es ist mein, ach, die sind so herrlich ehrlich. Ja, die sind einfach so ehrlich und eben auch so ehrlich begeistert. Und wenn du so eine Horde vor dir hast und die, und du weißt, jetzt bist du für die, und dann wirst du halt selber zum Kind. Kinder sind ja auch also das schwierige Publikum, weil sie eben so ehrlich sind, aber deine Kunst ist ja auch nochmal so ganz unmittelbar. Das heißt, wenn du auf der Straße bist und du führst deine Kunst vor, wenn keiner stehen bleibt, ist schon doof, ne? Aber das passiert dir ja nicht mehr. Aber ich will nur sagen, also umso ehrlicher, ne? Diese Form von, ja, von, ja, Kunst. Genau, also wie gesagt, auch gerade die Straßenkunst, das, was wir jetzt in den letzten Jahren ja fast ausschließlich betrieben haben, ist halt genauso ehrlich, ja? Wenn du da nicht überzeugst, wenn du da die Leute nicht gehalten kriegst, dann sollte man den Beruf wechseln. Na, oder Mittel und Wege finden, wie man es klappt. Also es ist ja nicht so, dass ich die Augen aufgemacht habe und schwupps war ich ein Straßenkünstler. Also es ist nicht so, dass ich nicht auch bittere Lernerfahrungen in meinem Leben Bereich Was machen. Ist mal passiert, was mal nicht geklappt hat? Was war mal bitte? Fällt dir was ein? Ja, also eine ganz krasse Geschichte war halt, wo ich bei einer Show vom Einrad gerasselt bin und mir meine Schulter komplett zerdeppert habe, also wirklich mich ziemlich schwer verletzt habe und da das Programm abgebrochen wurde und man für den Moment halt nicht wusste, wie geht's weiter, weil der Körper ist der Profit und irgendwie haben wir in der Zeit, damals waren wir mit dem Chaos-Varieté im Wendland unterwegs, also als Trio, habe ich gesagt, ja, okay, dann binden wir jetzt den Arm nach hinten und dann machen wir irgendwie einarmig weiter. Und wir haben diesen ganzen Unfall in die Show integriert und daraus eine Clownsnummer gemacht. Also ich habe das gespielt. Ich war dann der Typ, ich habe mir einen Kopfverband gemacht. Ich hatte halt eine Amnesie auch. Also ich bin ziemlich hart auf den Kopf gefallen. Amnesie heißt was? Ich wusste nichts mehr. Ich habe 10-mal gefragt, was eigentlich passiert ist. Ist nicht dein Ernst? Echt? Ja, ja, ich habe kompletten Filmriss gehabt. Dann die Schulter. Sowas gibt es nur im Fernsehen. Nee. Also, ja, nee, klar, dann die Schulter halt auch zerdeppert und... wir haben halt auf der Straße gespielt, das war, heißt, es war nichts mit Ausfallgagen oder so, sondern wir haben von dem gelebt, was der Hut hergibt. Ja. Und wenn du im Trio spielst, dann bist du halt für 3 Leute verantwortlich. Oder wir sind zu dritt verantwortlich und dann haben wir daraus eine Clowns-Nummer gemacht. Ich weiß noch ziemlich genau, dass wir dann, dass ich glaube 2 oder 3 Tage nach dem Unfall stand ich schon das erste Mal auf der Bühne, halt mit verbundenem Kopf und Arm nach hinten gebunden und bin dann immer wieder mit dem Einrad auf die Bühne los und die Kollegen immer, nee, warten Sie, der hat einen Unfall, wir müssen den mal kurz so und das toll. War, und das schönste Kompliment in der Zeit, ich kann mich noch ziemlich genau daran erinnern, ist ja gut, guck mal her, hier so aufregend, das schönste Kompliment war in der Zeit, dass wirklich die Leute nicht mehr wussten, ob das jetzt gespielt, also ob das eine echte Verletzung ist oder nicht. Und ich glaube, das ist so dieses Fingerspitzengefühl, was du in dem Bereich haben musst, ja, mit allem leben zu können, was das Leben dir vor die Füße schmeißt. Ja, ich stelle mir das auch immer vor, gerade bei also in euren Berufen, wenn man mal so einen Scheißtag hat, so einen richtigen Scheißtag. Am besten ist man dann ja im Amt und hat Karenztage oder sowas, ne, und kommt einfach nicht. Das ist ja bei euch nutzen, immer einbauen. Das Leben ist das Leben und wenn du Künstler lebst wirklich, dann brauchst du auch diesen Tag. Das kann nicht, stell mir vor, wie langweilig das wäre, wenn du immer nur happy und alles ist glücklich und ich bin schon wieder so gut drauf, bevor ich auf die Bühne gehe. Nein, das muss das geben auch, dass du A, da durch musst auch und B, kannst du es manchmal auch benutzen. Ich habe manchmal schon Publikum richtig so ein bisschen angerotzt, natürlich nicht zu viel, aber extra auch, weil die merken auch, wenn was authentisch ist und sagen, ja, okay,
Das ist heute ein Tag so. Guck mal, wie sie den Song heute singen, ganz anders. So, ja. Sowieso viel mehr Menschen sein, ne? Authentisch sein, ich also auch, nicht Künstler. Ich habe da auch eine Situation, so, wo meine Hündin nach 15 Jahren gestorben ist auf dem Weihnachtsmarkt. Hm. Muss vormittags Hündin gestorben und nachmittags auf die Bühne gehen. Und dann gehst du raus und machst du vorher noch... Oh, jetzt ist das Puder weg. Machst vorher noch... Nicht. Ziehst noch einmal hoch und gehst raus und sagst nur, ey Leute, ich brauche euch jetzt... Echt, ja, ich habe echt, glaube ich, einen der beschissensten Tage, die man sich überhaupt vorstellen kann. So, und dann fängst du an, das ist ein permanenter Dialog und das finde ich in unserem Bereich, da sprechen wir auch eine Sprache so wichtig. Du bist im permanenten Dialog mit dem Publikum. Du machst es nicht für sie oder die sitzen nicht deinetwegen da, sondern ich finde, ich mache das mit dem Publikum zusammen, meine Shows, ja? Also ich möchte, dass die begeistert sind. Das ist meine Passion. Mhm. Die Begeisterung ist meine Passion. Und wenn die begeistert sind, dann bin ich genauso begeistert. Und so kommen wir in ein Geben und Nehmen, wo ich finde, wo auch wir als Kulturschaffende unsere Aufgabe haben. Ja, ja. Das hast du sehr schön gesagt. Ja, absolut. Wir dürfen jetzt zu unserem nächsten Musik-Act kommen. Uschi geht gleich mal wieder ins Körbchen schlafen. Geht ins Körbchen. Aber du hast ein schönes Schlaflied, kann ich dir sagen. Meine beste Freundin, als ich meiner besten Freundin erzählt habe, dass er zu uns kommt, da hat sie gesagt, also jetzt bin ich aber schon ein bisschen neidisch, ne? Weil wenn ich seine Musik höre, da habe ich schon manchmal so geflennt. Enno Bungas Musik berührt, geht unter die Haut und ist dabei mutig und... teilweise auch politisch und das brauchen wir in diesen Zeiten umso mehr. Wir freuen uns sehr, dass er heute hier ist. Hier ist Enno Bunga. Schutt und Stopp.
Ich gehe jetzt nach Hause, ruf mich an, wenn du was brauchst. Und wenn man die Augen zumacht, klingt der Regen wie Applaus. Wenn man die Augen zumacht, klingt der Regen wie Applaus. Wenn man die Augen zumacht, klingt der Regen wie Applaus. Die Augen zu, klingt der Regen wie Applaus. Wenn man die Augen zu, klingt der Regen wie Applaus. Und die Tür, die gerade zufällt, hörst du die auch? Dankeschön, moin Rostock. Wie geht's dir? Ich hoffe, es geht dir gut. Ich habe immer eine gute Zeit, wenn ich hier bin, so auch heute. Letztes Mal Helga Stadtpalast, bestes Catering der ganzen Tour im Helga Stadtpalast gehabt. Vielen Dank dafür, war immer mega. Zwischenbau aufgespielt, Helga Stadtpalast oft gespielt. Und das ist peinlich. Doch, Peter Weißhaus, toller Laden. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin aus Hamburg heute angereist und das gerade war ein Song, der heißt Regen, der ist schon 10 Jahre alt und das war, habe ich in einer Zeit geschrieben, als man noch ganz monothematisch sich einfach einem Problem widmen konnte. So, weißt du, heute sind so irgendwie 3, 4 Krisen gleichzeitig und damals hat man einfach monothematisch einfach nur Herzschmerz empfinden können. Das ist heute nicht mehr möglich. Darum vielleicht passt nächstes Lied so ein bisschen in diese ambivalente Zeit, das heißt One Life Stand. Die Welt dreht schon wieder durch. Wie soll man da nach vorne schauen, wenn dir bei dem, was gerade los ist, schon am Abend vor dem Morgen graut? Was ich meine, ich denk, ein Blick in die Zeitung reicht. Ein Abgrund, jede Zeile, alle Menschen sind sich gleich. Doch seit ich dich kenne, weiß ich, dass das so nicht stimmt. Die Welt nicht schwarz-weiß sendet, nur man selbst ist manchmal farbenblind. Wie oft schon lag ich schief und dachte, dieser Tag wird mies, worauf du mit nur einem Lächeln alles wieder gerade biegst. Und wenn mich jemand fragt, was meine Träume sind, alles, was ich jemals wollte, ist das, was wir heute sind. Ich dreh mich nicht mehr um, such nicht mehr, seit ich dich kenn. Ich hab dich gefunden, du bist mein One-Life-Stand. Denn immer, wenn ich glaub, dass alles gegen mich ist, dann schließe ich meine Augen und dann sehe ich dich. Egal was auch passiert, solange du neben mir bist. Mit dir in meinen Armen habe ich mein Leben im Griff. Immer wenn ich glaub, dass alles gegen mich ist, dann schließe ich meine Augen und dann sehe ich dich. Egal was auch passiert, solange du neben mir bist. Mit dir in meinen Armen habe ich mein Leben. Aus 5 Minuten Jahre werden. Hättest du geglaubt, dass wir dazu in der Lage wären? Wir haben so viel mehr als nur Nächte durchgemacht. Plan sonst nicht viel, uns hab ich bis zum Ende durchgedacht. Anfangs hat es nicht gefunkt, nein, ich stand gleich in Flammen. Es macht mir Angst, wie glücklich ein Mensch mich machen kann. Dann frage ich mich, ist das nicht fast zu schön, um wahr zu sein? Doch gibt's was Echteres, als dir so nah zu sein? Dass hier nur ein Traum ist, bitte kneif mich nicht. Weck mich nur auf, wenn du wirklich an meiner Seite bist. Ich will nicht mehr weiter, will bei dir bleiben, denn du bist mein One-Life-Stand.
Denn immer wenn ich glaub, dass alles gegen mich ist, dann schließe ich meine Augen und dann sehe ich dich. Egal was auch passiert, solange du neben mir bist, mit dir in meinen Armen hab ich mein Leben im Griff. Immer wenn ich glaub, dass alles gegen mich ist, dann schließe ich meine Augen und dann sehe ich dich. Egal was auch passiert, solange du neben mir bist, mit dir in meinen Armen hab ich mein Leben im Griff. Mit dir in meinen Armen hab ich mein Leben im Griff. Mit dir in meinen Armen hab ich mein Leben im Griff. Mit dir in meinen Armen hab ich mein Leben. Schließe ich meine Augen und dann sehe ich dich. Egal was auch passiert, solange du neben mir bist. Mit dir in meinen Armen habe ich mein Leben im Griff. Immer wenn ich glaube, dass alles gegen mich ist, dann schließe ich meine Augen und dann sehe ich dich. Läuft bei mir, denke ich, mit Tränen im Blick. Mit dir in meinen Armen habe ich mein Leben. Das Echo immer. Ich habe mir noch Gedanken gemacht, was ich heute für Songs spiele. Und ich habe letzten Monat einen Song geschrieben, einen neuen Song geschrieben zur Klimakatastrophe. Und eigentlich sagen so Plattenfirmen und so immer, man soll einfach nicht ein neues Lied einfach so irgendwo ins Internet raushauen, weil es ist aus vielerlei Gründen, aus Promogründen nicht so sinnvoll. Man soll das lieber irgendwie so, weißt du, so aufstacheln und irgendwie ein Video machen und alles irgendwie geil durchstylen und sowas. Aber die Thematik kann nicht warten. Es ist 11:55 und wir müssen ganz dringend was tun. Und wir sehen gerade anhand der Ukraine und anhand von Putins erpresserischer Energiepolitik, dass wir die Energiewende verschlafen haben. Und dass wir ganz dringend was machen müssen. Und deswegen habe ich eine Aktion ins Leben gerufen, aus bisschen aus Spaß auch, weil Aktionismus ist manchmal auch ein bisschen lustig. Die nennt sich Freeze for Peace. Ich habe vorher noch alle Heizungen hier runtergestellt und deswegen ist uns allen heute ein bisschen kälter. Aber es bringt was, weil jeder Cent, den wir in fossile Energie investieren, ist auch ein Cent, den Putin in seine Kriegsmaschinerie investieren kann. Das heißt, es bringt was. Also haut eure... Ihr habt alle Dächer zu Hause, natürlich eure großen Schlösser, die ganzen Immobilien könnt ihr vollhauen mit Solarenergien und Wärmepumpen. Aufrüsten jetzt für die Energiewende, es wird Zeit. Ich habe ja ein ernstes Lied geschrieben zur Klimakatastrophe, das würde ich jetzt spielen und sage schon mal Tschüss. Sehe ich noch richtig in dieser komischen Welt? Gas soll jetzt grün sein und das Gras schon bald gelb. Kann dir kein Mensch erklären, warum leere Flugzeuge fliegen. Die letzten Jahre, wen wundert, waren die heißesten 7. Warum man Öl, Gas und Kohle weiter subventioniert. Mit 11 Millionen pro Minute, wer bitte soll das kapieren? Mit heiteren Mienen vertrösten sie uns. Wer vermisst auch schon Bienen, solange die Wirtschaft noch brummt? Von dem, was wir schützen, ist sogar ein Tier dabei. Lebt auf dem Land und in Flüssen, nennt sich Leopard 2. Doch resignieren kann jeder, ich will lieber davon singen, was uns Perspektive und wer mir Hoffnung bringt. Ich will anerkennen, was gut ist, die Idole dieser Zeit.
gehen freitags auf die Straße, rufen laut, Lützerath bleibt. Ihr wollt die Wirtschaft entfesseln und legt Menschen in Ketten. Nur wenn man das umdreht, ist unsere Welt noch zu retten. Verhindert den Schaden, Christian Lindner den Schmerz. Während wir im Überfluss baden, ertrinken Menschen im Meer. Menschenwürde im Konjunktiv ist das, wonach wir streben. Der globalen Erwärmung eine soziale Eiszeit entgegen. Ich schreib Lieder voller Zynismus und ich hab leider Pech, denn Kritik am Kapitalismus verkauft sich sehr schlecht. Doch resignieren kann jeder, ich will lieber davon singen, was mir Perspektive und wer uns Hoffnung bringt. Ich will anerkennen, was gut ist, die Idole dieser Zeit. Gehen freitags auf die Straße, rufen laut, Lützerath bleibt. Resignieren kann jeder, lass uns lieber davon singen, was uns Perspektive und wer uns Hoffnung bringt. Denn jeder Tag ist ein gewonnener, wenn auch nur ein Mensch mehr versteht. If you want to save tomorrow, we need to change today. If we want to save tomorrow, we need to change. Sehe ich noch richtig in dieser seltsamen Welt? Gas soll jetzt grün sein und das Gras schon bald gelb. Danke. Danke. Danke, Enno Bunger. Ja, dein letztes Album heißt auch Was berührt, das bleibt. Vom vorletzten Jahr, 2019. 2019, ja. Ich glaube, das heißt nicht umsonst so. Ich finde es großartig. Du bist live zu erleben beim diesjährigen Deichbrand-Festival in Cuxhaven, 21.07. bis mit Band. Mit Band. Mit allen Leuten. Du, da habe ich noch Urlaub, ich komme. Geil. Super. Großartig. Und ich gebe wieder ab zu Anja. Toll. Enno Bunger hier bei uns. Richtig, richtig schön. Die Couch hat sich wieder gefüllt. Tino Bartos ist bei uns. Wie sagt man, a.k.a., also known as... Ich bin gespannt. Mauler? Lass was hören. Also. Oder was? Nee, keine Ahnung. Du, ich bin ja total, ich bin da raus, ne? Aber so sagt man doch. Ja, also auf jeden Fall ist es relativ ungewohnt, so meinen bürgerlichen Namen so komplett ausgesprochen zu hören. Jetzt, so Tino Bartos in so einen Rahmen. Herr Bartos. Ja, Professor Dr. Mauler auch ohne Titel geklaut, nicht mal gekauft, die ganzen Titel, aber wir können gern beim Professor Dr. Mauler bleiben. Also, du, wenn das wäre so mein Vorschlag. Du durch bis zum Ende der Sendung, also ja. Ich kann es mal versuchen. Du kommst gerade vom Geburtstag deiner Oma, habe ich gehört. Ja, so ein bisschen. Okay. Also so Familienfest, nicht nur Geburtstag meiner Oma, auch mein Onkel hat zufällig am gleichen Tag Geburtstag. Cool. Und wir haben so ein bisschen Party gemacht, ja. Sehr schön. Umso schöner, dass du es trotzdem noch hierher geschafft hast. Das ist eine so eine lustige Familiensause, wie man dann, ne? Da braucht man einen guten Grund, wenn man dann los muss. Ja. Aber, was ich sagen wollte, Herr Professor Mauler, für all diejenigen, die... nee, Quatsch. Jetzt habe ich mich verquatscht. Doktor. Nein, pass auf, ich habe das Doktor vergessen. Nein, was ich sagen wollte... Ja, sehr aufmerksam, Arne. Was ich sagen wollte, was
Dr. Mauler, was Tino sonst so macht, wenn er nicht gerade auf Omas und Onkels Geburtstag rumhängt, das sehen wir jetzt. Ich bin Esko und ich komme aus Palästina und bin in Syrien geboren auf jeden Fall. Herr Esko hat hier schön bei YouTube sich ein Beat rausgesucht. Bin mal gespannt, was es ist. Eigentlich wollen wir ja so ein bisschen unter 100 BPM kommen. Ja, vielleicht so um die 90 rum. Ist das hier oder was? Und dann schön off auf den Beat einsteigen. Bin mal gespannt. Ah doch, das ist der. Ja? Ich bin den Jugendlichen fehlt so ein bisschen die Perspektive oder auch die Ideen. Und ich versuche dann neben dem Rap auch so ein bisschen ein paar Sachen noch zu vermitteln und die irgendwie zu bestärken. Wenn ich das Gefühl habe, dass sie mir zuhören, man möchte auch niemanden überbetreuen. Ne? Also es gibt natürlich auch Menschen, die hören das den ganzen Tag irgendwie, mach das mal so, mach das mal so. Und dann möchte ich nicht der Nächste sein, der da auch noch in die Kerbe reinschlägt. Er steht für Rap, Ufo Ostseestadion. Endlich heißt du wieder so, ich träumte oft im Schlaf davon. Das Er steht immer noch für Sommer, Sonne, Strand. Und das T steht ab jetzt in dieser Stadt für Toleranz. So, willkommen zurück, da sind wir wieder. Ich kann das mit dem Doktor nicht durchziehen, okay? Ja, sag doch, mir ist es im Grunde genommen, mir ist es total egal. Ja, sag okay. Ruhig Tino. Ja, natürlich. Tino. Trotzdem nochmal auf deine Maulerzeiten, deine, also ganz früher, ich habe letztens nochmal reingehört, in Hammer weißt, Berufsschule nie gewesen und so. Als jemand, der auf der Berufsschule war, fand ich das sehr, sehr extrem, also habe ich das nochmal extrem abgeholt, ich fand das sehr lustig. Aber heute, glaube ich, würdest du sowas nicht mehr singen, oder? Also irgendwie hat man ja auch eine Entwicklung gemacht. Wie empfindest du das, wenn du jetzt zurückschaust auf die Texte, die du vor Jahren gemacht hast? Schwierig. Also im Prinzip war das eigentlich schon immer so sehr speziell. Also eine Wahrnehmung, so habe ich das wirklich gemacht, diesen kranken Scheiß, wenn ich das mal so sagen kann. Und das hat mich manchmal selber unterhalten und manchmal war es mir auch ein bisschen unangenehm. Aber vielleicht kommen die Zeiten ja auch wieder. So, weißt du, vielleicht habe ich morgen Bock nach dieser Sendung, mal wieder so auf Mauler zu machen. Hammer Weiß 2. So mal so ganz. Ja. Talkshow nie gewesen. Ne? Also, zweiter Teil geht ja immer. Ist ja eine simple Sache. Okay, nee. Aber es ist in Ordnung. Also, du bist da locker mit dem. Man muss, mit deiner Entwicklung. Ja, man muss ja, also ein Beispiel ist immer, vielleicht kennt der ein oder andere diesen sogenannten Fans-Song und den hatte ich eigentlich mehr oder weniger für die sogenannten Fans, also die natürlich keine sogenannten Fans sind, sondern nur sogenannte Fans genannt werden, hatte ich den mal so, ich sag mal, mehr oder weniger aus dem Ärmel geschüttelt und zwei Monate später landet der halt im Internet. Ja. So, ne? Und der war eigentlich nur so für die Kumpels gedacht, dass die den selber singen und was macht man dann, wenn er auf einmal 300.000 Plays hat so nach einem halben Jahr und du denkst so, oh Gott, dieser Schwachsinn, dieser Wahnsinn, so, ne? Ja, aber ich habe es einfach zugelassen. Ich fand es cool, das gehört dazu und kann darüber schmunzeln. Wir haben gerade darüber gesprochen, über Authentizität als Künstler. Also das kann man doch auch darunter verbuchen, oder? Einfach dazu stehen. Internetfans sind auch Fans. Insofern. Ja, man hat ja auch. Bist du hier in bester Gesellschaft, würde ich sagen. Es ist ja auch schwierig, überhaupt sowas zu kontrollieren, sage ich mal. Ne? Oder da irgendwie so ein Maß zu finden. Und ja, man muss es einfach zulassen und. Also von außen, ich sag mal, bis heute hat mir da auch keiner irgendwie einen Vorwurf gemacht und so. Wenn man überlegt, was ich sonst so, was ich jetzt mittlerweile, so was so meinen Alltag bestimmt, das ist schon ziemlich konträr zu dem, was ich da damals so von mir gegeben habe. So, aber das hat mir noch nie jemand vorgeworfen, außer ich mir selbst vielleicht ein bisschen. Also ich habe das heute auf gar keinen Fall gemacht, ich habe das ein bisschen abgefeiert, den Song auf jeden Fall. Wir haben im Einspieler gesehen, wie du als, ja, kann man sagen, Hip-Hop-Pädagoge unterwegs bist. Also, dass du halt Musik mit anderen machst, aber auch im pädagogischen, ne, also an Schulen und so weiter auch bist. Was glaubst du, können die, ja, die Kinder, die Jugendlichen, die mit dir zusammen rappen, was nehmen die mit? Was hast du da zu geben? Das ist immer was anderes. Also, es gibt natürlich Menschen, Jugendliche, die wirklich rappen wollen, Musik machen wollen, die das cool finden und die das so mitnehmen. Und manchmal geht es gar nicht so um den Inhalt und um die Kreativität, um den Inhalt der Projekte, sondern vielmehr um das Menschliche, miteinander zu reden und einfach mal vielleicht auch ein erwachsener Mensch, der den so auf Augenhöhe begegnet. Ich habe manchmal das Gefühl, dass es fast, ich will nicht sagen Seltenheit ist, aber denen gar nicht so oft passiert, dass da jemand kommt, mit dem man mal so locker reden kann und ja, den man nicht sitzen muss und so weiter und der vielleicht auch die gleichen Interessen teilt. Mhm. So. Du hattest mir also in unserem Vorgespräch etwas, ich finde in dieser Sendung, man kann die aktuelle Situation jetzt nicht ganz ausblenden, eben war das auch nochmal Thema und ich
würde es gerne einmal ansprechen. Du hast erzählt, dass du mit Kindern aus der Ukraine gearbeitet hast und was sind da, also... Ja, ich bin gespannt. Also ich denke mal, dass ich die jetzt nächsten Mittwoch auch wiedersehe. Ich habe die schon eine Weile nicht gesehen, weil auch die Winterferien jetzt und so weiter. Und mal gucken, wie die jetzt mit der Situation umgehen. Ja. Also das sind 9-jährige Zwillinge, Mädchen, die aber schon ziemlich tough drauf sind und die mir auch unter Tränen auch schon erzählt haben, was so die ersten Kindheitserinnerungen sind. Ne? So wirklich so Beschuss und Bombeneinschläge. Und das ist natürlich schon erschütternd. Und auch, ich habe Dienstag einen Workshop gehabt, wo auch 14-jährige Jugendliche so wirklich ihre Angst nochmal betont haben. Die haben wirklich Angst vor dem Krieg. Also, dass er auch hierher kommt. So, ne? Und ich habe so versucht, die zu beruhigen. Und da ist man, und so schließt sich vielleicht auch der Kreis, und da ist man von so einem Rap-Kurs mal ganz schnell auch im Sozialkundeunterricht oder Geografie oder redet über politische Themen. So, man ist halt da, ne? Man ist irgendwie. Ja, aber das ist halt. Also ist das nicht auch. Na, ist doch Bindung, was da passiert dann, oder? Weißt du, also so eine Mentorenschaft. Wir haben eben mit Jackie auch darüber gesprochen, dass man ja dann auch gerade als Kunstpädagoge oder im weitesten Sinne jetzt, also schon auch eine Mentorenfigur irgendwie auch wird. Ne? Also dann, aber die haben das dir das ja nicht umsonst erzählt, würde ich sagen. Da muss ja irgendwas das sein. Das hat ja Tino schon gerade ganz schön gesagt, eigentlich, wie er sich so empfindet mit den Kids. Und ich habe ihn ja schon erlebt dabei ein paar Mal. Wir beide haben schon Projekte gemeinsam gemacht, also nicht nur wir beide. Und das ist tatsächlich so, der Tino ist für die Kids mal was ganz anderes. Ja. Was ganz anderes als alle. Also da kann man noch, die ist wie eine Mutter und da die singt immer und das ist der, passt auf alles auf und was auch immer. Aber dann kommt Tino, Tino ist der Hit immer überall. Ne? Das ist irgendwie der Typ, der geht voll ab, der ist cool, der wird angehimmelt. Und das ist eine ganz große Verantwortung, die man dann hat auch. Ja? Ja, also, Tino macht das ja auch super, der hat ja da sehr schöne Gedanken auch drüber. Ich würde mal sagen, das kommt wahrscheinlich auch viel von dir selbst sozusagen, von deinem eigenen, wie bin ich groß geworden, wie ist meine Beziehung zu Menschen gewesen und so. Und baut er so super um für die Kinder, also das bringt er da so super rüber. Das ist, finde ich, glaube ich, eine große Bereicherung, also würde ich so sagen. Und du hast ja auch gesagt, der Fame ist nicht mehr so, vielleicht noch nie wichtig gewesen, aber jetzt noch weniger wichtig als jemals. Die pädagogische Arbeit ist einfach gerade... Naja, ich habe schnell bei diesen Projekten gemerkt, dass du hast da wirklich... Da kommt direkt was zurück. Mhm. So, ne? Das ist auch vielleicht, wenn du auf der Bühne stehst, das Publikum, aber wirklich mit Menschen direkt zu reden und gerade junge Menschen, die das auch noch vielleicht viel besser gebrauchen können oder auch noch mehr annehmen. So, das ist nochmal was anderes. Und ich habe auch gemerkt, dass emotional bei mir auch noch, da passiert es, also ich habe so Seiten an mir so entdeckt, die ich vorher gar nicht kannte. So, ne? Also so, wie stolz man dann ist, wenn die Kids das so, den Rap so geil auf die Bühne bringen zum Beispiel. Ne? Ja. Sehr schön. Stichwort Subkultur, habe ich nochmal drüber nachgedacht. Ich habe so das Gefühl, dass es irgendwie mittlerweile gar nicht mehr so viele echte, gelebte Subkulturen gibt, wie wir das vielleicht in unserer Jugend tatsächlich noch kannten. Ich war Grufti, als ich 18 war. Du hast angefangen mit Hip-Hop, manch einer war Punk oder in der Techno-Szene. Das ist doch heute alles diffus, oder? Oder was hast du für ein Gefühl? Also gibt es noch Subkultur? Ist wahrscheinlich eine Subkultur, weil man auf alles gleichzeitig Zugriff hat. Ne? Also klar, in den 90ern, Golden Age of Hip-Hop, so vor 25 Jahren, hast du wirklich alles irgendwie eingefangen, was mit Rap und so zu tun hatte. Ja. So, ne? Und irgendeiner hatte da eine Scheibe, wo er die her hatte, so keine Ahnung. Und heutzutage kannst du ja wirklich alles googeln und jetzt höre ich mal Rap, okay, jetzt gehe ich auf die Techno-Seite, oh, jetzt habe ich Bock auf irgendwie so einen Party-Mix hier und so. Und dann kannst du dich ja gar nicht mehr, ich glaube, so sehr auf eine Sache konzentrieren. Und ich glaube auch dieses Tabu brechen, oder? Also sich darüber selber zu spüren und zu definieren, weil ich bin anders als die anderen, weil alles war schon mal da gewesen. Was macht das dann mit Kunst, mit deiner Kunst? Ja, man muss, Innovation ist, glaube ich, dann nicht gleich Innovation. Man muss halt vielleicht sich zurückentwickeln, um einfach was anderes zu machen scheinbar. Ja? Also es geht nicht darum, wirklich was Gutes zu machen und irgendwie besser zu sein und als das, was die Jungs vor 5 Jahren gemacht haben oder die Mädels, sondern Hauptsache was anderes machen. Und dann entstehen halt gewisse Kunstformen, gerade im Rap, wo es dann halt nicht darum geht, einen 6-silbigen Reim zu machen und das durchzuziehen, irgendwie ein 16er, sondern da wird, das ist vielleicht auch weniger mehr oder gerade
mit mehr Effekten arbeiten und dann kommt es vielleicht noch nicht so auf die Lyrics an. Und, aber man hat dann was Neues geschaffen. Aber ja, wie du schon sagst, es ist, glaube ich, ganz schwer, immer wieder was Neues zu bringen. Und wenn man das sieht, man hat vielleicht eine geile, bahnbrechende Idee, glaubt man erst mal, und dann googelst du das und dann siehst du ganz schnell, dass diese Idee auch schon jemand vor dir hatte. So, ne? Das lässt sich nicht mehr verhindern. Außer mit einem Huhn aufzutreten vielleicht, oder? Aber die Idee gab es schon. Das hat schon Popoff gemacht vor... Okay. Ich glaube, das Schöne ist, das so zu machen, dass es einfach diese individuelle Note hat. Das wollte ich auch gerade sagen. Ich glaube, das ist sogar ganz wichtig. Ja. Also wenn ich als Jatzerin mal was dazu sagen darf, wir covern ja sehr, sehr gerne und das wird ja seit, man kann ja fast sagen, hunderten von Jahren so gemacht im Jazz. Mhm. Und das aus einem ganz bestimmten Grund. Diese Songs sind meistens einfach mal so gut und die leben dann weiter. Das ist erstmal schon mal schön. Und dann, wie Arne schon sagt, gibst du ja dein ganz Spezielles rein. Und das, diese Mischung macht nachher die Sache dann doch neu. Da kann ja, manchmal sind noch mal andere Instrumente dazu, manchmal sind andere Rhythmen da drin. Und das macht den dann doch neu. Und auch durchaus wieder hinstellenswert, ja, und neu anschauenswert. Ganz kurz, ich würde dich gar nicht unterbrechen, aber das wäre fast, dein Knäuel wäre fast vom Kopf gefallen. Du bist ja krass, ey. So. Denkst du? Nee, ja, es sah so aus, vielleicht täusche ich mich. Kann ich dir jetzt auch an der Mütze so ein bisschen? Ja, ist natürlich, das, kannst du. Das fühlt sich komisch an, ich lasse das lieber. Nee, aber letzte Frage, wird es dann irgendwie demnächst mal wieder was von Mauler geben, was Neues oder auch ein schönen Remake von Hammer, weißt? Oder so? Ja, also wird es irgendwas geben? Ich habe ja wirklich auch geile Songs, also ich glaube, dass sie geil sind, ich bin überzeugt davon, noch in der Schublade und ich mache die ab und zu, bringe ich die einfach mal so in eine Runde, so für die Jungs, die Bock drauf haben und die, meist feiern die das auch und das ist cool. So, für mich ist das auch, Hammer Weiß war ja auch eigentlich eine trashige Nummer mit einem billigen Mikrofon, wir haben das am Nachmittag so aus Gag aufgenommen, wir wollten da jetzt nicht irgendwie, wir haben das einfach so, das kam so raus, ne? Und das ist eigentlich für mich so der Inbegriff von so einem Underground-Hit, sage ich mal so, ne? Ja. Und das kann's auch bleiben. Ich wollte das nie ausschlachten, dieses Mauler-Ding. Ich finde das ganz gut, so wie es ist. Und ja, das passt schon. Ich werde sowieso irgendwann im Shantycore rappen. Ja, mega. Ja, da sind ja keine Frauen zugelassen. Nee. Das ist nicht in Ordnung. Du rappst auch. Ja, wir haben ja weiß zusammen. Und dann gehen wir alle zu Jackie in die Sendung. Im Shantycore. Dann kommt ihr alle in die Mische. Kannst du Akkordeon spielen? Bestimmt, ne? Natürlich so, kann ich Akkordeon spielen. Wir müssen mal weiter. Entschuldigung, dass ich jetzt hier unterbreche. Aber es geht weiter. Was passt denn jetzt an dieser Stelle besser als lokaler Hip-Hop vom Feinsten? Hier sind Famous. Wish. Where? Check. Hey. Was soll ich sagen? Bro, mir geht es gut. Ich bin immer noch am Hasseln, ich bin immer noch gesund. Ich komm langsam zur Vernunft, zu viel Scheiße passiert. Doch kann doch immer gerade gehen, trag keine Last mit mir. Nein, jede Minute ist ein Augenblick. Doch man vergisst, dass man nur oft allein sein Zeuge ist. Du bist ehrlich und man fragt mich, warum trauen sie nicht? Doch es ist alles nur ein Augenblick. Ey, sie haben damals noch gelacht. Worüber, Bruder? Bei dem Song, ich bin's da. Doch bis heute haben wir weitergemacht und haben sie überrascht mit Melodien in den Parts. Die Zeit rennt, bin im Studio, ich hacke hart. Doch war nicht einmal mit auf Klassenfahrt, was geht ab? Schiefe Bahn, ich war jung, hab nicht nachgedacht. Doch Kopf auf Plan, weil ich weitermach. Wizzy. Wish, Cousin. Wir kommen und verteilen Kugeln. Kein Eis, nein, Mann, wir shooten. Ja, ihr könnt es versuchen. Wish, Cousin. Wir kommen und verteilen Kugeln. Kein Eis, nein, Mann, wir shooten. Ja, ihr könnt es versuchen. Yo Zumo, ich köpf die Flasche für mein Team und vergieß danach ein Schluck, ich bin für immer 067. Guck mal, hey, der lass ich liegen, ich verfolg meine Interessen weiter. Bin immer nur im Struggle, ja, der Grind ist real. Und zu Hause hab ich Stress, weil ich zu wenig Zeit hab. Ja, ich weiß, bin noch lange nicht am Ziel, Baby. Doch wart ab, es klappt, weil ich hab das im Griff. Mach dir keinen Kopf um mich. Oh nein. Ja, ich weiß, hier ist die Lage gefickt. Doch was soll's, im Knast darf ich nicht. Nein. Und der Beginn einer wunderbaren Reise. Du wirst sehen, was uns hier beide unterscheidet. Bah. Wir sind hier, seitdem wir klein waren. Gib ihn Kickdown in dem Kleinwagen.
Lass sie reden, verfolgt mein Plan. Während Brüder wieder einfahren, Trisahi. Rash, 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 Cousin. Wir kommen und verteilen Kugeln. Kein Eis, nein, Mann, wir shooten. Ja, ihr könnt es versuchen. Ah, Rash, 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 Cousin. Wir kommen und verteilen Kugeln. Kein Eis, nein, Mann, wir shooten. Ja, ihr könnt es versuchen. Ah, Where, 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 where? Yo, was geht ab? Mein Name ist JZMO. Mein Name ist Fizzy067. Zusammen sind wir Family067. Schön, dass wir heute Abend hier sein dürfen. Vielen, vielen Dank. Und direkt den nächsten. Leute an Bord. Wait, wait. Summer Vibes. Only. Wait. Ja, ja. Wohin? Wohin? Wohin, ah. Bruder? Wohin? Dicker Paul Lundmann, aber mittlerweile läuft der Plan. Ja, ich kämpfe schon von Anfang an. Für mein Traum, an dem ich denken kann. Tag und Nacht, ja, ich bleibe dran. Hab leider keinen Empfang wieder auf Limo. Ich bin im Studio, schreib Texte in mein iPhone. Ich schreibe Texte in mein iPhone, bin ein Macher. Auf Sample Meyer Beat, der Song ist on fire. Immer geiler, scheiß auf Neider, denn ich war sowieso mein Flipper. Euren Songs, da muss ich schreien. Was ihr macht, das ergibt keinen Sinn. Komm, bitte hör auf zu spinnen. Redet Müll wie ein kleines Kind. Eiers rum, so wie ich auf Jimbo. Führt es hin, bitte sag wohin. Wo führt es hin, sag mir bitte, wohin es führt. Freunde im Zelt tragt und der Rest wird observiert. Sie zählen Geld, was sie vom Pushen profitieren. Zu viele Brüder wurden deswegen schon in Affären. Sag, was hast du erwartet? Wir sind noch da, bleiben in Gauner der Straße. Zu viel passiert, habe überall Nabel, denn wir zählen Taten und nicht, was sie sagen. Wir hoppen mit der Hase zum Fuchs. Ich mache in der Nachbarschaft Fluss. Hab wieder mal ein Intus. Ich falle auf und flieg aus dem Diskus. Ja, zum Mobile, der gegen dein Star. Und heb für die Gegend mein Glas. Nur 6-7 Liter, wir ficken mit uns, ihr schlägt Gefahr. Der Teufel im Lacken, der passt auf mich auf. Vom Geben von Rad im Weg kann ich noch trauen. Ein Leben im Rausch, vielleicht geh ich bald drauf. Doch ich weiß, wie das läuft, das dann dem ich im Kaum. Alles, und was noch passiert, steht in den Sternen, wer weiß, was noch kommt. Wir werden sehen, mache Songs auf dem Weg vom Schon. Wo führt das noch hin? Wo führt es hin, sag mir bitte, wohin es führt. Freunde im Zelt tragt und der Rest wird observiert. Sie zählen Geld, was sie vom Pushen profitieren. Zu viele Brüder wurden deswegen schon in Afrika. Wo führt es hin, sag mir bitte, wohin es führt. Freunde im Zelt tragt und der Rest wird observiert. Sie zählen Geld, was sie vom Pushen profitieren. Zu viele Brüder wurden deswegen schon in Afrika. Wesh, wesh, Cousin. Yes, 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 yes. Kommen wir schon zum letzten Song. Nipsey Hussle. Ja. Alright. Immer am Grind wie Nipsey Hussle, man. Ich will raus auf den Block, hab zu viel Scheiße gefressen. In meinem Leben kam mit meinem Bruder, um ein Zeichen zu setzen. Die sind am Weg, seitdem wir rappen, heute sind wir eine der Besten. Rapper der Gegend, euch überlegen, sagt, wer will sich denn messen? Hä? Weil ihr seid Witzfiguren, ich lach über euch. Sie kotzen ab, weil sie sehen, dass bei uns gerade läuft. Sie wollen so gerne meinen Schuhen stecken. Sie wollen, wie ich in der Booth rappen. Doch müssen einsehen, dass sie zu wack sind. Keiner auf mein Level, sie wollen gerne, doch scheint, dann packen die Knolle in den Grinder und rollen. Wir fixen zwei Blatt. Rostock City, meine Heimat. Hier bleibe ich, bis ich sterbe. Bin verliebt in meine Gegend. Mein Viertel ist meine Perle. Ich bin anders, ihr seid gleich. Wie ein Panzer reicht nicht ein. Eure Zeit ist jetzt vorbei. Bringt den 4-6-S-Style. Weedbacks verteilen. Alles für den Lila Schein. Du gibst Feedbacks, lass sein. Aha! Grinding on my life, so wie Nipsey Hussle. Glaub mir, gibt es Streit, fliegt die Whisky-Flasche. Immer noch die 1, da gibt's nichts zu machen. Nur 6-7 Gang, wir sind Hitze machen. Grinding on my life, als wär ich Nipsey Hussle. Glaub mir, gibt es Streit, fliegt die Whisky-Flasche. Immer noch die 1, da gibt's nichts zu machen. Nur 6-7 Gang, wir sind Hitze machen. Immer noch die 1, ich hab die Pole-Position. Pole-Position. Heute hab mich hype und hoch, die Fotos schicken. Fotos schicken. Keiner von meinen Jungs redet mit Polizisten, weil sonst bist du vogelfrei und ich kann nur der Tod beschützen. Todesschützen lächeln ins Gesicht, aber hinterdrückt stecken dir das Messer ins Genick. Hab mich tausendmal erlebt und jedes Mal davon tat weh. Jede Trennung hat geprägt. Und die Trennung hat geprägt. Boah, boah.
Und kann schon sein, da bin ich abgefuckt, ein Drauf. Gib auf alles seinem Fick, das macht mein Charakter auch. Ja, ist alles schon im Punkt. Ich werde alt hier im MV. Ja, ich werde alt hier in der Frau. Werd dein Freund und werd dein Feind, das weißt du selber nicht. Deswegen halt die Augen offen, guck, wer von deinem Teller ist. Nicht jeder ist korrekt, der auf korrekt macht die G. Und andersrum genauso, bin kein Freund von der Gesellschaft. Deine Normal Life, so wie Nipsey Hussle. Glaub mir, gibt es Streit, flieg die Whisky-Flasche. Immer noch die Eins, da gibt's nichts zu machen. 067 Gang, wir sind Hits am Machen. Running on my life, als wär ich Nipsey Hussle. Glaub mir, gibt es Streit, flieg die Whisky-Flasche. Immer noch die Eins, da gibt's nichts zu machen. 067 Gang, wir sind Hits am Machen. Vielen, vielen Dank, dass wir hier sein durften. Dankeschön, gut, du weg, MV. Dankeschön. Famous! 067, baby, baby! Famous 067 ist die Band, die Jungs sind immer ready. Anja, übernehmen. Ich bin auch ready, Frank. Alles gut. Danke. Kunst und Kultur ist unser, ja, unser Anlass, warum wir hier sind. Aber es ist ja nicht nur Musik oder Artistik. Genau, soweit erstmal, sondern so viel mehr. Deswegen freue ich mich sehr, dass du heute hier bist, Stefanie. Stefanie, du bist Künstlerin, du beschäftigst dich mit Grafik, Malerei, Design, Poesie, Video und so viel mehr. Bevor ich hier weiter rumhassel, erzähl mal ganz kurz selber, wie würdest du deine Arbeit beschreiben? Ja, ich bin tatsächlich im Hauptgebiet in der Videokunst angesiedelt, im experimentellen, abstrakten Bereich. Arbeite da sehr gerne spielerisch, intuitiv, performativ und in der Postproduktion kollagiere ich auch aus unterschiedlichen Medien zusammen. Mhm. Und ja, habe da so ein sehr inneres Bedürfnis, Beobachtung und Eindrücke der Seele zu verarbeiten. Ja, klingt so schön. Welche Kamera darf ich nehmen, damit das jemand sagen? Ich glaube, ich gehe jetzt da rein. Damit wir uns einfach ein bisschen besser vorstellen können, was Stefanie meint, jetzt ein kleiner Einspieler über sie. Bilder, die die Stadt schmücken, begeistern, bewegen. Mit ihrer Kunst verbindet Stefanie Rübensaal Videoinstallationen mit Street Art und hinterlässt damit Eindruck. Die gebürtige Schweizerin lebt erst seit ein paar Jahren in Rostock und wir freuen uns über das Multitalent. Grafik, Video, Zeichnung, Malerei, Fotografie, Lyrik. Stefanie Rübensaal kann fast alles, so scheint es. Und sie nimmt uns mit in ihre Welten. Stefanie, jetzt haben wir gerade diese Häuserwände gesehen mit den Projektionen. Kannst du uns mal erklären, was das war gerade, was wir da gesehen haben? Ja, das war eine Installation zum Geburtstag vom Peter Weißhaus im letzten Jahr. Da habe ich die Fenster bespielt von innen. Das war eine relativ groß angelegte Aktion mit vielen Beamern. Und wir haben quasi, also auch mit Support vom Peter Weißhaus, von innen nach außen, die Fenster bespielt. Hattet ihr ein Thema oder so? Oder eine Botschaft oder so? Das Thema war sehr frei. Mhm. Ich glaube, das ist bei mir auch so oft der Ansatz, dass ich erstmal gerne ganz frei an die künstlerische Arbeit herangehe. Das sind experimentelle Videos, da geht es um Formen, Fragmente, Kompositionen. Und es geht dann mehr darum, auch vielleicht Offspaces oder Orte, die wir im öffentlichen Raum schon lange kennen, noch einmal neu zu bespielen oder zu verändern. Ja. Also wenn du so sprichst, Fragmente, Form, Raum, das ist für mich ein bisschen schwer vorzustellen. Aber ich meine, ich muss es ja auch nicht, weil ich kann ja einfach zuschauen und dir zuhören vor allem. Du hast in Frankfurt mediale Kunst studiert? Entschuldigung. In Karlsruhe. Karlsruhe, ja. Sorry. In Karlsruhe war das. Ja. Ich habe eben auf meinem Zettel versucht, das schnell zu finden, war aber nicht schnell genug. Wie kam es dazu? Was war ausschlaggebend für dich, dass du gesagt hast, das ist meine Art, mich auszudrücken? Ich glaube, so der Wunsch, in die Kunst zu gehen, ist sehr früh bei mir entstanden, dass ich
nach einer eigenen Sprache oder nach einer Art Resonanz in der Welt gesucht habe und immer visuell und auch mit Sounds. Wir haben das jetzt leider in den Videos nicht gehört. Ich arbeite auch mit Sounds, die die Videos unterstützen. Ja, sehr kompositorisch, glaube ich, denke. Und dass dann wirklich der Wunsch war, dem auch nachzugehen. Mhm. Also ja, diese Neigung auszuleben. Mhm. Ja. Jetzt, du kommst aus Zürich gebürtig, ja. Bist dann über Heidelberg nach Hamburg, nach Rostock. Habe ich das jetzt? Ja. Na, und dein Studium natürlich noch dazwischen. Ja. Genau. Du bist also ganz schön rumgekommen, kann man so mal sagen. Wie empfindest du denn hier unsere Kulturszene, auch jetzt mal vielleicht jenseits von der Betrachtung, von dem Fokus auf Musik? Mhm. Also was ist hier so in deiner performativen, darstellerischen, ja. Freien. Genau, ich bin ja so Kunst. Quasi so ein bisschen die Vertreterin für die bildende Kunst. Ja, auf jeden und Fall. Und freue ja, mich auch, dass die hier einen Platz findet. Und ja, ich war davor lange in Hamburg. Und natürlich war Rostock erst einmal eine Entschleunigung, eine Verkleinerung, aber auch tatsächlich so eine Art, ein sehr guter Ort, um sich zu resetten, um irgendwie nochmal in sich zu gehen und zu gucken, wo will ich eigentlich hin mit der Kunst und mit mir selbst auch. Und es gibt hier ganz viele Nischen, die es noch irgendwie zu bespielen gibt oder auch vielleicht zu etablieren gilt. Wir haben eine sehr breit gefächerte Kunstszene auch in Rostock. Die ist, glaube ich, noch nicht oder manchmal nicht so greifbar, weil wir so ein bisschen verteilt auch sind in der Stadt. Und ich habe aber das Gefühl, es gibt viel Potenzial noch in der Richtung. Da würde ich auch nochmal reinhaken. Also wenn du sagst Nischen oder Potenzial, also was kann ich mir darunter vorstellen? Sind es Menschen, sind es Orte, sind es Projekte? Ich weiß es nicht. Also wie kann ich mir das vorstellen? Sowohl als auch. Rostock hat keine Kunsthochschule zum Beispiel, aber doch auch viele KünstlerInnen. Es gibt sehr spannende Orte wie das Warnow Valley, es gibt das Studio 36, es gibt kleinere Offspaces, auch in der Erich-Schlesinger-Straße. Und es gibt auch einfach Felder, die hier, glaube ich, noch nicht so präsent oder bespielt worden sind, was man in der Großstadt vielleicht schon kennt oder schon auch zigfach gesehen hat, aber es ist hier einfach auch noch zu etablieren gilt. Hast du denn andersherum auch etwas hier gefunden, was du in den Großstädten nicht gefunden hast, außer die Ruhe? Also das ist irgendwie offensichtlich. Ich habe eine schöne Ateliergemeinschaft gefunden, das Studio 36. ich glaube, so mit einem künstlerischen Mindset oder einer Persönlichkeit ist es schon eine Herausforderung, in der Welt klarzukommen, Resonanz zu erfahren, sich irgendwie sozial zu integrieren. Man steht doch irgendwie immer so ein bisschen am Rand. Und ich glaube, es ist ein großes Glück, irgendwie eine Gemeinschaft zu finden, wo man sich gegenseitig supporten kann und unterstützen kann. Ja. Mhm. Ja. Okay. Was inspiriert dich? Wo holst du konkret deine Themen her? Aus deiner Seele hast du gesagt, also du ich bin ein introvertierter Mensch, ich beobachte viel, ich nehme auf und es passiert viel in mir drin. Es sind gesellschaftliche Themen, es sind zwischenmenschliche Themen, es ist Kommunikation, Interaktion, auch Resonanz habe ich jetzt schon öfter genannt. Was heißt Resonanz, wie wir in der Welt verbunden sind? Mit was? Mit der Umwelt, mit Menschen. Ja, und gerade aktuell würde ich das doch auch gerne noch ansprechen. Ja, gerne. Jetzt geht es ganz viel um mich und ich kam heute auch eigentlich mit eher einem schweren Herzen hierher. Du warst gerade in Hamburg. Ne? Ich war in Hamburg und ich war auch auf der Friedensdemo und ich glaube, wir befinden uns heute auch alle in einer besonderen Herausforderungen, alle, die wir hier sind als Akteurinnen und Akteure. Es bedrückt und beschäftigt mich sehr, dass der Krieg in der Ukraine stattfindet. Jetzt weiß ich gar nicht mehr weiter. Es ist
das wird wahrscheinlich dann auch, ich sag jetzt mal, wahrscheinlich, also in deine Seele Eingang finden, womit ja. du weißt, wo du ja. dein Ventil dann auch brauchst. Ja. Ne? Ich glaube, das geht uns irgendwie auch allen ja. heute hier. Also ja. es hat ja schon was Merkwürdiges, ein Gala-Entertainment-Abend zu machen in diesem mhm. Kontext. Ja. Also es geht mir ganz genauso. Und, ja. Es ist so trotzdem eine Sprachlosigkeit, ganz kurz. Ja. Und gleichzeitig aber auch total wichtig, dass das mhm. hier stattfinden kann, weil ja, wir wollen ein Zeichen setzen, dass Kunst und Kultur da ist und lebt und weitergeht und wir damit auch eben ja. hoffentlich ein positives Signal in die Welt senden können. So. Genau, also ich glaube, dass, ja, dafür stehen wir, glaube ich, alle. Die wir hier sitzen, das können wir alle so unterschreiben und können einfach nur hoffen, dass es einfach eine Kurzepisode bleibt. Also meine Gedanken sind auch bei allen, die darunter leiden. Mhm. Puh, es ist ein bisschen schwierig weiterzumachen, aber es muss weitergehen. Meine letzte Frage, wird es konkret was von dir zu sehen geben in nächster Zeit? Ja, tatsächlich, ja, ich überlege jetzt gerade, weil ich so jetzt den Winter über mhm. total isoliert auch in meinem Atelier zurückgezogen gearbeitet habe und ich bin an Videoarbeiten dran. Ich bin auch im Mentoring Kunst mhm. Förderprogramm. Mhm. Was ist das genau? Von Mecklenburg-Vorpommern okay. dabei. Das ist auf junge Künstlerinnen ausgelegt, die sich professionalisieren und quasi Fachcoaching und Förderworkshops erhalten. Und im Rahmen dessen wird es, ich glaube, zum Sommer hin ja auch eine Ausstellung geben. Von dir und deinen Mentees sozusagen. Genau, ja. Okay. ja. Cool. Viel konkreter ist es gar noch nicht. Das ist ja schon mal ein schöner Ausblick im Sommer. Das ist doch schon mal, klingt das gut. Irgendwas wird kommen, ja. Okay. Dieses Mentoren-Ding zieht sich aber auch wirklich durch, ne? Also bei allen, die hier sitzen, jeder übernimmt irgendwie so eine Aufgabe, um seine Kunst und ein Stück von seiner Erfahrung weiterzugeben. Also ich bin aber erst Mentee. Entschuldigung, dann habe ich das falsch verstanden. Gut, aber auch aus der Richtung, ja. auch in Ordnung. Also, ja. Das bleibt dabei. Ne? Entschuldige bitte. Das hat, glaube ich, auch zwei Seiten. Ne? Einmal möchte man natürlich das, was man gut kann, gibt man das gerne weiter. Aber zum anderen wird man auch gefragt, glaube ich, einfach. Ne? Ja. Oh, würdest du? Und so? Also bei mir kommt das ganz oft vor. Ich denke, was da eine ganz große Rolle spielt, ist halt auch die Inspiration, ja. die wir Menschen geben. Mit ja. der Arbeit, die wir, Als Künstler auch machen. Die ja, es ist ja, ich meine, im Sport hast du das auch. Gute Fußballer werden halt irgendwie auch Trainer oder geben ihr Wissen auch weiter und das macht auch einfach. Oder einfach nur ein Poster Spaß. An der Wand inspiriert oder so. Ja, ne? Das, was Mauler gesagt hat vorhin, so, ey, was da zurückkommt, ist so, es ist nochmal ein ganz anderes Feeling, es ist ein ganz anderes Feedback. Wenn du die Sachen, die du kannst, weitergibst und wenn die für strahlende Augen sorgen und auch darüber hinaus auch ganz andere Kompetenzen, ganz tiefere Kompetenzen greifen, ja, dass du halt wirklich, ich meine, wir sind nun mal in einer Gesellschaft, wo es ganz oft heißt, Deckel auf, Wissen rein, Deckel zu. Ja, leider. Ja, und das, was wir verkörpern oder dass wir, was wir wecken, ist nochmal ein ganz anderer. Ich glaube auch immer in der Pädagogik geht es ganz viel um Inspiration. Ne? Also es ist ja, also ne, gerade alle, wie wir hier sitzen, als Theaterpädagogin kann ich da glaube ich auch ein bisschen Senf zugeben. Ja, also das ist für mich die Magie, die passiert, ist Inspiration. Also so habe ich das mal für mich definiert. Und vor allen Dingen auch eine Freiwilligkeit. Ja. Also ganz viel, die wollen. Ja, ja, diese intrinsische ja, Motivation. Und das ist das, was wir auch. Ne? So, wie es bei uns auch entstanden ist. Ja. Also dich hat ja auch keiner dazu gezwungen, irgendwie mit Feuer zu spielen. Siehst du, du hast auch Ich weiß es gar nicht. Okay, damit füllen wir dann die nächste Talkrunde. Ich glaube, wir machen hier ein bisschen weiter. Ich bin ja auch ganz gerne mal, ja, wie ich sage immer, bekennende Eskapistin. Ich träume mich gerne mal weg in andere Welten. Letztens saß ich in der Straßenbahn und habe mich schön mit meinem Kopf, wie es im Ohr, weggeträumt. Und zwar zu seiner Musik. Heute ist er hier, The Micronaut.
trouble in this world. We'll be right back.
Mark Renaud aus Rostock. Danke, Wahnsinn, Wahnsinn. Und danke, was die Technik hier möglich macht. Es ist ein Wahnsinn. Dein neues Album Olympia Winter Games erschien im Januar diesen Jahres. Viel Spaß damit. Und ich schalte wieder zu Anja nach vorne auf die Vorbühne. Hallo, willkommen zurück. Wunderbar, mal so richtig schön tanzen gehen. Ne? Och, das wär's mal wieder. Das wär's mal wieder. Womit wir auch schon wieder beim Thema sind. Hallo Nico. Moin. Nico Hartmann ist jetzt hier zu Gast bei uns. Nico, dein Herz schlägt ganz besonders für lokale Künstler und unsere Clubs hier in MV. Kann man so sagen, oder? Kann man so sagen, ja. Du bist Veranstalter zum Beispiel. Du bist Live-Act, nee, sagt man? Ja, ja sowohl also, als auch. Was für ein Ort ist ein Club für dich? Was macht ihn so besonders? Warum liegt er dir am Herzen oder die Clubs dir am Herzen? Ich glaube, es ist vor allem ein Ort der Freiheit, ein Ort der Zusammenkunft und ein Ort, an dem Neues entstehen kann. Mhm. Also wo man erst einmal eine Struktur schaffen muss, um dann freie und neue Schwingungen entstehen zu lassen. Ja. Okay. Damit wir dich noch ein bisschen besser kennenlernen, haben wir natürlich auch einen Einspieler vorbereitet. Den gucken wir uns jetzt an. Nico Hartmann, Produzent, Live-Act, Veranstalter, Anwalt. Er mischt die Szene immer wieder auf, gerne von der Homebase aus, dem Club Rosa in Greifswald. Nico Hartmann, jung, frisch, kreativ, so jemanden hat man gerne um sich. Und wir freuen uns auf alles, was da noch kommt. Was haben wir da gerade gesehen? Jetzt haben wir ein bisschen was über dich erfahren. Über die Anwaltssache reden wir gleich noch. Aber was war das am Strand? Was für ein Festival war das? Das war das Am-Meer-Festival letztes Jahr. Ich glaube Mitte Juni war das. Vom Kulturwerk MV über 3 Tage in Markgrafenheide am Strand. Schöne Location für melodische und eben auch technoidere Klänge. Ja. Technoide Klänge, was für ein schönes Wort. So, du bist Anwalt, haben wir jetzt gerade erfahren. Wie passt denn das zusammen mit dem, was du ja auch machst oder wo dein Herz so dran hängst? Weil du hast mir erzählt, dein Traum ist es, morgens aufzustehen und Musik zu machen. Ja, das ist durchaus so. Wann sich dieser Traum dann verwirklichen wird, wird man noch sehen. Ja, wie passt das zusammen? Am Anfang war ich mir da gar nicht so im Klaren darüber, dass es denn zusammenpasst. Da waren das für mich immer Alternativen. Und wie so oft unerwarteterweise hat die Krise das dann tatsächlich zu einer Symbiose entstehen lassen, weil dann eben bei vielen Kulturschaffenden natürlich Problemstellungen entstanden, wo dann auch irgendwie mein Anwaltskopf mal ein Anwalt ganz gut wäre. Vielleicht mal helfen konnte, genau. Okay, das heißt, aber du bist Anwalt geworden und erst danach hast du die Entscheidung gefällt, den Weg des Künstlers zu gehen. Würdest du sagen, dass du das bereust? Hättest du von Anfang an Kunst machen sollen, wenn ich das so fragen darf? Ich glaube, das kann ich aus heutiger Sicht, also das kann ich so nicht bewerten. Das wäre ja nur in der Rückschau. Ich müsste dann vielleicht meinen Lebensweg betrachten und sagen, da habe ich was falsch gemacht oder ähnliches. Ich glaube, das war schon alles ganz richtig so, diese Wege zu gehen. Ich habe ja vorher Musik gemacht und habe dann zum Studium alle meine Instrumente verkauft, irgendwie, weil ich damit irgendwie brechen wollte. Vielleicht, weil ich der ganzen Sache etwas überdrüssig war und mal ein paar andere Einflüsse brauchte. Ich weiß es nicht, warum ich es gemacht habe. Ich weiß auf jeden Fall, dass mich alles wieder zurückzieht. Und vielleicht war das genau der Grund dafür, dass man sich einfach mal entfernen musste, um sich wieder dahin entwickeln zu können. Ja, das hat man ja manchmal. Ne? Du bist Stralsunder. Erstmal meine Frage, ist es Stralsund oder Stralsund? Das wollte ich schon immer mal wissen. Ich musste letztens einen Text einsprechen Stralsund. Und war mir nicht sicher. Stralsund. Stralsund. Stralsund, ja. Nee, also Stralsund einfach. Stralsund, nicht Stralsund, ja. Ohne, also du darfst nicht bloß nichts betonen dabei. Nee, es ist einfach...
Ja, also aber ich kenne ganz viele Leute, die sagen Stralsund oder Stralsund. Ob Stralsund oder Stralsund. Ja, das ist tatsächlich. Aber das gibt's doch, ne? Das Moment, ja. Der Moment. So. Ja, dem ist sowohl der Anfang als auch das Ende des Wortes egal. Ja. So, ist jetzt auch egal. Wir kommen mal zu den wichtigen Themen. Du hast eine Agentur gegründet und kümmerst dich um Künstler hier im Land. Was ist denn deine... Also du bist Veranstalter, Organisator, wie gesagt, eben selbst auch Musiker und sehr vernetzt in der Clubszene. Wie ist es denn um unsere Clubs bestellt hier im Land? Naja, einige sind noch da. Also viele sind noch da und da kann man sehr froh drüber sein. Aber nichtsdestotrotz hat eben die Krise und die Folgen der Krise, insbesondere was irgendwie Beschränkungen anbetraf, natürlich... Folgen und Spuren hinterlassen in der Clubkultur, die es jetzt in den nächsten Jahren dann wieder zu revidieren gilt und insbesondere dann auch dazu führt, dass man Clubkultur, Veranstaltungswirtschaft etwas anders denken muss, als man das vielleicht vorher getan hat. Ja. Wie muss man sie anders denken? Also hat das mit diesem Unterschied, darüber haben wir im Vorgespräch so ein bisschen geredet, Hochkultur und Populärkultur zu tun? Also kriegt ein Opernhaus und vielleicht auch ein Theater, wo die Karte eben auch subventioniert ist, ein bisschen mehr Zuwendung als die Clubs, als die kleinen Einzelkämpfer und ist also hat es damit zu tun mit der Wahrnehmung, sage ich jetzt mal? Also es ist durchaus so, dass es in der Subventionierung von, nennen wir es Hochkultur und Clubkultur, wenn man das nun so betiteln möchte, eben dann gibt es dort definitiv einen monetären Unterschied. Die Problematik ist natürlich, dass wir eine Preissteigerung überall in der Gesellschaft haben. Also Gaspreise werden teurer, Betriebskosten werden teurer. Und wenn ich mich hier so umgucke, auch in der Produktion, dann sind so viele Menschen an der Clubkultur auch hinter den Kulissen eben beteiligt, die ja auch mit steigenden Lebenshaltungskosten zu tun haben. Wir haben steigende Mieten, wir haben steigende Grundstückspreise. Alles wird nicht günstiger. Und Clubkultur ist insbesondere etwas, was inklusiv sein sollte, dass sich jeder leisten kann und wo jeder daran teilnehmen können sollte. Und das ist nicht so einfach möglich, wenn natürlich die Preise steigen, was letztendlich dann auf den Konsumenten dann umgelegt werden müsste. Der dann eben nicht mehr das Geld hat, was erforderlich wäre, genau. Die dann mehr als 10 Euro kostet. Ja, genau. Mhm. Und wo dann teilweise insbesondere in Mecklenburg-Vorpommern, was jetzt Clubkultur und Techno-Veranstaltungen oder elektronische Musikveranstaltungen anbetrifft, das nicht so auf Verständnis stößt, wenn dann eben die Karte mehr kostet. Und es liegt einfach daran, dass Menschen davon leben müssen und dass nicht nur der Künstler und ein Betreiber, sondern eben auch das Barpersonal, etc. davon leben können muss. Also Kunst war ja immer irgendwie schon auch in der Historie, also in der Geschichte abhängig von einem Mäzen, einem Förderer. Also das ist irgendwie so trotzdem, was würdest du sagen konkret, zum Beispiel von den Politikern, wenn man das eben auch so sagen möchte, was brauchen wir, was gibt es konkret zu tun? Hast du da ein Bild oder eine Idee von? Wir brauchen Förderprogramme, die nachhaltige Kulturwirtschaft fördern, schlussendlich. Wie die sich im Konkreten ausgestalten, wird man dann sehen. Also insbesondere das Neustart-Kulturprogramm des Bundes hilft definitiv, aber das läuft eben auch aus. Wann werden wir sehen? Also angekündigt war ja, dass das auch auf 2023 ausgeweitet wird, aber die Folgen der Krise sind halt schwerwiegend und insbesondere werden wir die Folgen, was irgendwie Preisentwicklung anbetrifft, erst in ein, zwei Jahren sehen und die sehen wir jetzt noch nicht. Und nicht nur auf Seiten eben dann der Politik, eben wir müssen uns als Gesellschaft fragen, was ist uns Kultur wert und wie viel unserer Steuermittel, die wir auch zahlen und eben auch Gelder, die in der Veranstaltungswirtschaft umgesetzt werden, wie viel davon soll zurückfließen, um das am Laufen zu halten. Und es trägt auch dazu bei, einfach, also so mannigfaltig, ne, oder so langfristig auch, dass es eben ein lebenswerter Ort bleibt. Und wenn wir wollen, dass wir weiterhin Studenten herholen und dass die, und wenn sie fertig studiert haben, auch hier bleiben, dann muss man eben, hast du ja auch gesagt im Vorgespräch, dann müssen wir attraktiv bleiben. Und das geht nicht, wenn der letzte Club in Wismar auch noch dicht macht. Ja, oder eben auch die Neueröffnung von Orten. Ist natürlich, da sind sehr viele Hürden in den Weg gelegt. Wenn ich einen neuen Ort eröffne,
öffnen möchte, wo dann Kunst und Kultur stattfinden kann in einer Stadt, wo eben nicht 3 Millionen Menschen leben, sondern eben wo 50.000, dann ist das schwierig. Und wenn wir der Jugend, die auch von hier kommt, gar nicht mal nur den Zuzug, sondern wollen, ja, wenn wir natürlich den Leuten hier eine Perspektive bieten wollen, dass sie nicht abhauen müssen, um irgendwie Input zu bekommen, jetzt abgesehen vom schönen Sonnenuntergang, wenn die Sonne ins Wasser fällt, sondern eben auch irgendwie dann künstlerisch, dann müssen wir uns das eben auch was kosten lassen als Gesellschaft. Ja. Ich denke, was total wichtig ist, was man jetzt gesehen hat in der letzten Zeit, dass man Kultur wieder als Lebensmittel versteht. Ja? Ich zitiere da jemanden, mit dem ich da in letzter Zeit sehr eng diesbezüglich gearbeitet habe. Und dieses Lebensmittel braucht einfach eine Perspektive. Und ich finde, meiner Meinung nach, und das hast du sehr schön gesagt, fehlt dieser Blick nach vorne, fehlt die nachhaltige Perspektive. Ja, man kann sich irgendwie von Monat zu Monat irgendwie retten oder eventuell auch von Jahr zu Jahr. Aber dass man sagt, hey, wo gibt es jetzt eine Lösung für eine nachhaltige Perspektive des Lebensmittels, Kultur, das fehlt mir persönlich ziemlich stark. Und ich glaube, das schließt alle Bereiche, so wie wir hier sitzen, in Kunst und Kultur mit ein. Definitiv. Auf jeden Fall. Dann hoffen wir mal, dass da ein paar Leute wach werden. Außer uns, die wir hier sitzen. Nico, letzte Frage. Entschuldige, wolltest du? Nee, alles gut. Okay. Wir hatten ja am Anfang, finde ich, ganz doll das Gefühl, also mit uns weiß man gar nicht so richtig, was jetzt anfangen mit denen. Und dann schickst du die zum Arbeitsamt oder Jobcenter und dann kriegen die da ihr Geld. Weil da haben wir jetzt noch keine Zeit für. Und jetzt, natürlich, das ist ihnen irgendwann auf die Füße gefallen. Oh, so geht's auch nicht. Wir können die Künstler jetzt nicht ganz so. Und dann gibt's das und das. Es gab ja auch gar nicht wenig Projekte. Also wenn man geschickt war, dann konnte man ja jetzt über die 2 Jahre doch ganz schön viele Töpfe, sag ich mal, leeren. Aber das Problem ist genau das Gleiche geblieben im Grunde wie am Anfang. Eigentlich wissen sie nicht, wo richtig. Zwar war da so ein Topf und auch den Topf und den Topf, aber danach, hat Arne schon recht, geht es eigentlich wieder von vorne los. Erstmal muss alles andere, alles richtig und muss alles wieder stimmen. Die Priorität stimmen. Einfach. Und dann kommt ihr. Ja. Und so lange gucken wir halten euch schon irgendwie einmal. Und das ist, na klar, das ist eine Aussage einer Gesellschaft. Das ist eine Aussage. Und da kann man ja dann noch wieder die Krise als Chance, ne? Den guten alten Katharsis-Effekt von den antiken Griechen, die Krise als Chance, dass endlich Bewusstsein dafür geschaffen wird, ne? Dass es eben in der Tat ein Lebens- oder Überlebensmittel mindestens ist. Ganz kurz, letzte Frage, was sehen wir denn mal von dir wieder? Also welche Ideen hast du als Musiker und als Veranstalter? Also als Musiker verwirkliche ich meine Emotionen, wie ich mich damit auseinandersetze. Das ist, und vor allem eben, das ist das, worauf ich mich freue, ist Interaktion mit Publikum. Ne? Also, und wird es das wieder geben? Hast du da eine Ich hoffe, so schnell wie möglich. Ne? Also ich warte jetzt darauf, dass von der Seite der Landesregierung zum Beispiel mal ein klares Zeichen kommt, ob wir jetzt am 4. März wieder aufmachen können oder nicht. Meinst du den Rosa, den Club Rosa? Oder zum Beispiel in Greifswald, die Rosa in Greifswald, das Helgas hier in Rostock und all die anderen Beteiligten, die ich jetzt aufgrund der zeitlichen Beschränktheit nicht alle aufzählen möchte. Wir brauchen eine Öffnungsperspektive, mit der wir auch planen können. Ich meine, da hängen so viele Leute dran und ich wüsste gerne, wann wir endlich aufräumen dürfen und loslegen können. Ja. Das wüsste ich auch gerne, aber auf jeden Fall muss ich mir die Rosa mal angucken von innen. Mach das mal. Mal wieder ein bisschen tanzen gehen. Viel Erfolg für alles, was du vorhast. Und danke, dass du uns hilfst. Nicht nur als Musiker, sondern eben auch als Jurist. Kann ja nicht schaden. Kann ja nur praktisch sein. Ne? So, ein Mecklenburg-Vorpommern ohne die Clubs, das wäre genauso schlimm wie Rostock ohne die Bumsboys. Aber so weit ist es ja noch gar nicht. Wir haben sie heute hier, die Bumsboys, witzig, rhythmisch, tanzbar wie immer. Vorhang auf. One, two, three.
lassen das hier zu. Es kann hier so, so verkehrt nicht sein. Das Fenster weit geöffnet, genauso wie ihr Blick, genau wie ihr Verstand. Es kann so verkehrt nicht sein. Wir machen nachts die Ampeln aus und singen in ihrem Haus. Sie tanzen und sie lachen und spenden sich Applaus. Oh, sag mir, wo ist es genau so? Sag mir, wo muss ich dahin? Sag mir, wo ist es genau so? Und warum führt mich meine App nicht hin? Keine Nation, keine Gentrifikation. Es kann hier so, es kann hier so, so verkehrt nicht sein. Sie schützen ihre Arten, nicht nur im eigenen Garten. Die können hier so, so verkehrt nicht sein. Hier gibt's keine Soldaten, sie schmelzen die Granaten. Sie lieben Leben jeden Tag, ein Volk voller Empathen. Oh, hey, ja, sag mir, wo ist es genau so? Sag mir, wo muss ich dahin? Sag mir, wo ist es genau so? Und warum führt mich meine App nicht hin? Gib mir die Koordinaten, ich muss nicht länger warten. Von mir aus lass uns gerne in 3 Minuten starten. Aus Rostock. Wir hoffen, dass es euch gefällt. Alright, wir haben 2 Songs mitgebracht und wir möchten uns erstmal bedanken, dass wir auch beim 2. Festival dabei sein dürfen, weil es ist einfach eine richtig tolle Veranstaltung, tolle Moderatoren, tolle Crew, tolle Kameramänner und Frauen, ne? Das darf man natürlich nicht vergessen. Und vielen Dank an Paul, an die ganze Crew, dass wir dabei sein dürfen, weil ihr wisst es selbst, in diesen Tagen ist Kultur nicht selbstverständlich. Und genau, noch mehr fühlen wir uns halt irgendwie einfach dankbar, dass wir überhaupt Kultur machen können, weil, wie ihr wisst, es gibt in vielen Teilen der Welt gerade nicht mal die Möglichkeit, überhaupt an Kultur zu denken. Da gibt es andere Probleme, da gibt es nämlich Krieg. Und deswegen ja, sind wir einfach nur dankbar, dass wir heute hier stehen dürfen und überhaupt Kultur machen können. Letztes Lied, Zeitmaschine. Da draußen, da ist Krieg. Wer gewinnt, wer siegt, hat Macht und will Profit. Die Diktatur des Geldes herrscht wie nie und fördert unsere Antipathie. Der Planet der geldgeilen Affen zerstört sich selbst mit seinen eigenen Waffen. Auf der Suche nach verlorener Zeit ist der Weg doppelt so weit. Zeitmaschine. Und dann mach ich alles wieder gut.
wir besitzen, zu Beschrott, den keiner braucht. Vom Fressen kriegen wir einen dicken Bauch. Wir kaufen und entsorgen jeden Tag. Hab ich dir heute schon gesagt, dass ich dich mag? Der Planet der selbstsüchtigen Ratten, 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 wirft große, zerstörerische Schatten. Auf der Suche nach verlorener Zeit ist der Weg doppelt so weit. Gib mir eine Zeitmaschine und dann mach ich alles wieder gut, super gut, richtig super gut. Dreh die Zeit bitte zurück, nur ein kleines Stück, komm in etwas Glück, ist alles wieder gut. Und dann mach ich alles wieder gut, super gut, richtig super gut. Dreh die Zeit bitte zurück, nur ein kleines Stück, und mit etwas Glück ist alles wieder gut. Noch einen wunderschönen Abend mit all den anderen Künstlern. Lasst ein paar Kommentare da, fördert den Algorithmus. Wir sagen ciao, die Bums Boys. Am 16.04. spielen wir hoffentlich in Präsenz im Volkstheater. Ciao. Aber natürlich, am 16.04. hier im Volkstheater sichern Sie sich rechtzeitig Karten und euer neues Album Farm ist erschienen 2021. Im August. Im August. Und ich gebe wieder ab zu Anja, zur letzten Gesprächsrunde. Anja. Dankeschön. Die Bums Boys hatten Applaus, na toll. Da haben Menschen geklatscht. Das will ich auch haben. So, danke. Also für uns natürlich, nicht nur für mich. Gut, unser letzter Gast des Abends ist hier Daniel Pfluger. Hallo. Hallo. Daniel, du bist Hausregisseur hier in Rostock am Theater. Wir haben auch schon mal kurz zusammengearbeitet vor ein paar Jahren. Kannst du dich erinnern, so ganz bisschen? Ich erinnere mich vor allen Dingen auch an dich. Es war bei Entdeckungen, oder? Genau, Tino war auch dabei, genau. Genau. Bei Entdeckungen, genau. Würdest du sagen, dass Theatermenschen ein ganz besonderer Schlag sind? Also es gibt ja so dieses Wort Theaterseele. Also ich habe das erzählt, dass wir schon mal Theater zusammen gemacht haben, weil irgendwie fühle ich mich da total hingezogen und sehr zu Hause und habe immer das Gefühl, so Theaterseelen, das ist irgendwie was verbindet. Ja, das würde ich definitiv so sagen. Das ist auch eine der Sachen, die als Theatermensch, wo man ja auch häufig rumreist und häufig auch einmal an anderen Häusern arbeitet oder so irgendwas, immer das Gefühl, man kommt in eine Familie rein, man erschafft sich eine Familie, man ist unter Gleichgesinnten, wie man so schön sagt, und man teilt eine Leidenschaft, nämlich die Leidenschaft für Bühnenkunst im allgemeinen Sinne, also für alles, was Bühnenkunst sein kann. Das ist Musik, Tanz, Schauspiel, Performance, alle diese Sachen. Und die kommen im Theater zusammen und dürfen sich dort treffen. Und das ist immer wieder so schön, mit ganz unterschiedlichen Künstlern zusammenarbeiten zu dürfen im Theater. Das ist magisch irgendwie. Ja, ne? Es ist einfach, vor allen Dingen, wenn ich in dieser Zeit, wo wir nicht spielen durften, aber proben durften, durch dieses Haus zu laufen und man läuft an Räumen vorbei und in diesen Räumen wird musiziert und gesungen, das hatte
immer ein Moment von, oh Gott, es gibt es noch, es ist noch da, es ist nicht die Stille eingekehrt, es ist noch, da entsteht hier gerade etwas Magisches, da entsteht Kunst und ich darf fast sogar ganz exklusiv kurz dran vorbeilaufen und es hören. Es war wunderschön. Oh, ich muss kurz eine Pause machen, das war so schön. Ich fand das auch an der HMT, wenn man da studiert, das ist auch so. Überall ist Leben, überall klimpert wer, es singt wer, es singt sich jemand ein. Manchmal klingt es schräg, manchmal klingt es wunderschön und es ist einfach eine ganz besondere Atmosphäre. Du kommst aus Mannheim, hast in Zürich Regie studiert, hast dann auch diverse Preise bekommen, warst auch im Ausland tätig, unter anderem aber auch hier in Deutschland an der Oper Berlin und an der Bayerischen Staatsoper. Musiktheater, ist das dein Stecken? Fährt? Also das ist ja, Ich bin tatsächlich irgendwie so ein Hans Dampf in allen Gassen. Eigentlich habe ich klassische Sprechtheaterregie studiert, aber gleich im ersten Jahr, als ich in den Beruf eingestiegen bin, kam der Operndirektor von Heidelberg auf mich zu und hat gemeint, du arbeitest so bildlich, so musikalisch, so klar, möchtest du eine Barockoper machen in 4 Monaten. Ich war, oh Gott. Also ich liebe Musik und ich liebe Oper und ich liebe auch Barockmusik, alte Musik sehr. Und das hat mich schon sehr überfallen und ich dachte, na gut, okay, so eine Chance kriegt man wahrscheinlich nur einmal im Leben und ich habe es einfach gemacht. Und das ist etwas, was mich immer durch meine Karriere begleitet hat, dieses Phänomen, tu es einfach, mach es einfach. Ich habe in Zürich auch Straßenzirkus gemacht zum Beispiel. Ich weiß nicht, kennst du den Zirkus Knopf? Sagt ihr das was? Ich bin schon so lange weg. Okay. Ja. Es gibt in der Schweiz einen Straßenzirkus, der experimentell ist und der sich viel mit anderen Kunstformen verbindet. Den habe ich zum Beispiel gemacht. Ich habe jetzt gerade in diesem Sommer ein klassisches Konzert in der Philharmonie Köln inszeniert, zusammen mit einer Drag Queen. Also alle Sachen, alle Formen von Kunst interessieren mich wahnsinnig und ich finde es immer wieder schön, die auch zusammenzubringen, zu gucken, wie können die voneinander profitieren, wie können die voneinander lernen und wie können die sich gegenseitig beflügeln. Das ist ja eigentlich auch das, was wir hier heute Abend machen. Ne? Also auch die verschiedenen Strömungen, die verschiedenen Richtungen zusammenzubringen, allein die bunte Runde hier auf der Couch, aber auch irgendwie die Künstler, die hier auftreten. Siehst du da irgendwie so einen Unterschied? Hochkultur, Populärkultur, das ist irgendwie alles gar nicht so, ne? Das ist also mir ziemlich pupse, ehrlich gesagt. Sehr, sehr schön, mir ist auch pups egal. Ich finde, gerade wenn sich die treffen, die vermeintliche Hochkultur, die vermeintliche Subkultur, die vermeintliche Populärkultur, E oder U, dann entsteht eigentlich meistens etwas Neues. Dann entsteht meistens irgendwo ein Zusammenhang zwischen diesen Künsten, wo sie merken, auf einmal trifft sich zum Beispiel alte Musik mit elektronischer Musik oder Performance trifft auf klassischen Tanz. Solche Sachen, die da entstehen, meistens Synergien und neue Welten und danach suchen wir ja auch in der Kunst immer wieder uns neu zu erfinden, uns zu erweitern und zu gucken, wo kann Jazz auf einmal auf Rap treffen oder wie in den USA, Country-Musik trifft auf einmal auf Rap-Musik und entwickelt sich weiter. Und es ist großartig, was da am Entstehen ist. Ja, cool. Immer da, wo Kunst sich öffnet und da, wo sie zusammenfindet und neue Türen öffnet, da ist Kunst schön und da mag ich sie am allerliebsten. Wunderbar. Der kann so schön reden. Ich bin immer ganz eingelullt. sehe ich auch so. Du hast es eben so ein bisschen angesprochen, dein Stil als Regisseur, kurz und knackig beschrieben. Oh Gott. Also was hat der Operndirektor in Heidelberg gesagt? Du bist so schön in Bildsprache. Also ich liebe Musik und ich liebe das Bild. Und ich liebe das, wenn Bild, Sprache und Musik zusammen einen Mehrwert ergeben und eine Narration. Und ich liebe es auch dazwischen hin und her zu switchen und zu sagen, hier übernimmt mal nur die Musik die Narration. Hier übernimmt mal nur das Bild, die Bewegung, der Raum, die Atmosphäre, die Narration und hier kommt jemand nach vorne und spricht nur und auf einmal ist der Raum voll von Sprache und der Magie, die dadurch entsteht. Das ist vielleicht etwas, womit man meine Arbeit zusammenfassen könnte. Ja. Aktuell arbeitet ihr an den frivolen Liedern. Ja. Die haben am 4. Jetzt März, am 4. März, ja. Premiere. Ist das richtig? Premiere? Ja, Premiere, klar, ja. Natürlich, geht ja gar nicht anders. Wir hätten sie schon haben sollen. Ja. Wir wissen alle, warum wir sie nicht hatten. Jetzt haben wir sie am 4. März.
Warum frivole Lieder? Lieder über Sehnsucht und Begierde? Was hat dich da angetrieben? Ich weiß nicht, wo. Die Sehnsucht nach freiem Spielen, ja, nee, die Begierde nach Corona-freier Aufführung. Ja, irgendwo schon. Also die Sehnsucht vor allen Dingen, ich habe während Corona sehr gemerkt, dass die Sinnlichkeit abhanden kommt generell. Und ich habe auch gemerkt, dass bei mir das Gefühl nach Sinnlichkeit, nach Berührung, nach irgendeiner Art von Knistern, nach einer Art Erotik umso größer ist, weil sie nicht mehr normal ist, weil sich Leute nicht mehr natürlich umarmen, weil eine Berührung nicht mehr normal geworden ist. Und das war wie ein Gegenimpuls zu sagen, lass uns doch um Gottes Willen etwas machen, was genau das Gegenteil ist, nämlich etwas, was lustvoll ist, was doppeldeutig ist, was archaisch ist, wo das, was wir tun, als Ausdruck von einer Begierde, von einer Notwendigkeit wird. Und das ist eigentlich auch das, wonach wir gesucht haben bei den Liedern. Wir haben selten Lieder genommen, die klassisch frivol sind, also das, was man unter frivol versteht, nämlich ein bisschen schlüpfrig oder doppeldeutig, sondern eigentlich meistens Lieder, die so sind, dass man, wenn man sie singt, schreien muss, Begierde ausdrücken muss, die volle Emphase reingeben muss, gar nicht anders kann, als singen zu müssen, weil man es nicht anders ausdrücken kann, als durch das gesungene Wort, den gesungenen Ton. Okay. Daniel, danke, dass du hier bist. Viel Erfolg mit allem, was du noch so machst und auch für euer Theater hier, dass hoffentlich fleißig Leute kommen ab dem... Das wäre am allerschönsten natürlich. Ab dem 4.3. Und für alle anderen Produktionen natürlich auch. Wir freuen uns, wenn wir wieder spielen können. Wir freuen uns, wenn die Leute den Weg wieder zu uns finden. Wir freuen uns aufs Publikum extrem. Ganz kurz, was habt ihr noch? Die frivolen Lieder ist das Erste. Ihr macht aber auch demnächst Sänger. Kommt diesen Monat kommen, ich glaube, 20 Premieren, weil wir so viele Sachen nicht spielen konnten. Also es kommt... Wahnsinn, wollt ihr aber 20, fleißig. 20 ist übertrieben. 20 ist definitiv übertrieben, aber es kommen einige. Es kommt, 18. Es kommt jetzt demnächst der Kirschgarten. Es kommt Eugen und Jägin von Tschaikowski. Es kommt der Traum eines lächerlichen Menschen. Es kommen die frivolen Lieder. Es kommt die Markise von O. Oh Gott... Jetzt hört es gerade kurz also auf. Also ich, das sind schon mal viele. Die Tanzkompanie, die am Anfang dieses Abends auch zu sehen war, die kommt mit Saturn, Return und The Great Migration, einen wunderbaren Abend, auch demnächst raus. Also für alle ist was dabei. Musiktheater, Schauspiel, Tanz, wir sind am Start. Wenn du das, ne, also ja, da haben wir aber viel vor, wir alle, ne? Gut, jetzt wollen wir natürlich einmal reinschauen, eine kleine sozusagen Sneak Preview in die frivolen Lieder. Und damit gebe ich ab ins Ateliertheater. Servant, don't forsake him. Strike your mistress and cure his heart. Down on your bended knee. Taste a whip of love not given lightly.
taste a whip. Taste a whip. How gleeful. Its seed while I was sleeping, but the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Ich würde euch bitten, ein Bild vorzustellen. Eine weiße Schneelandschaft und wir mittendrin. Und wir hören nichts. Und wir sehen nichts außer diesen weißen Schnee, der alle Ängste und alle Sorgen bedeckt. Und das fühlt sich sehr, sehr gut an. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs that voices never shared. No one dared
disturbed the sound of silence. Can't stay at home, can't stay at school. Old folks say, you poor little fool. Down the street, I'm the girl next door. I'm the fox you've been waiting for. Hello, daddy. Hello, mom. I'm your cherry bomb. Hello, world. I'm your wild girl. I'm your cherry bomb. Love and strange sounds too. Come on, baby, let me get to you. Bad nights, calls, and teenage blues. Get down, ladies, you've got nothing to lose. Hello, daddy. Hello, mom. I'm your cherry bomb. Hello, world. I'm a wild girl. I'm your cherry bomb. Hey, street boy, what's your style? Your dead and dreams won't make you smile. I'll give you something to live for. Have you and grab you until you're sore. Hello, daddy. Hello, mom. I'm your cherry bomb. Hello, world. I'm your wild girl. I'm your cherry bomb. Cherry bomb. Cherry bomb. Cherry bomb. Star, where you from? How's it going? I know you got a clue what you're doing. You can play brand new to all the other chicks out here, but I know what you are. I know what you are, babe. Daddy-o, you got the swagger of a champion. Too bad for you, you just can't find the right companion. I guess when you have one too many, makes it hard. It could be easy who you are. Oh, that's just who you are, baby. Ah, womanizer, woman. You're a womanizer, oh! You're a womanizer, baby, you. You're a womanizer, baby, you. You, you are. You, you, you are. A womanizer, 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 baby. Bored and trying to front, I know just what you are. Bored and trying to front, I know just what you are. You got me going. You're all so charming. But I can do it. You're a womanizer, woman. You're a womanizer, oh, womanizer, womanizer. You're a womanizer, baby. You are. You are. Womanizer, 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 baby. Maybe if we both lived in a different world. It would be all good, and baby, I could be your girl, but I can't, 'cause we don't. So. Da sind wir wieder zurück aus dem Atelier-Theater hier auf der Hauptbühne. Unser Abend ist fast vorbei. Auf den Sektkorken kommt Frank zu mir. Frank, dein Zeichen! Ich spreche mit meinem Anwalt. So, Uschi ist auch wieder da. Also jetzt ist Uschi auch wach und alle unsere Gäste auch. Ich muss einmal mit Frank anstoßen auf diesen wunderbaren Abend. Gleich gibt es natürlich auch ein paar mehr Gläser. Frank! Ah, wo bist du denn? War zufällig in der Nähe. Ich hab was vorbereitet. Jetzt echt jetzt? Wieso, du musst doch Sekt trinken. Aber ich hab doch Sekt. Naja, komm. Dann, Frank,
Achso, jetzt doch. Okay, gut. Komm. Ein wunderschöner Abend. War schön. Hat Spaß gemacht, oder? Ja. Ja? Was ist so dein Fazit von heute? Es waren wunderschöne Sachen dabei, sehr verschiedene Sachen, unglaublich, was die Technik möglich gemacht hat. Es war wirklich alles hier auf der Bühne, also bis hinten, es sind ja bis zur Hinterbühne, es ist sehr weit und alles war wirklich in diesem Raum ganz großartig. Eine total schöne Energie, ne? Also so viele verschiedene Künstler auch hier zu haben. Super interessante Gespräche. Vielen, vielen Dank, dass ihr bei uns wart. Auch Uschi. Uschi ist wieder da. Habt ihr es mitbekommen? Ja? Es ist einfach irgendwie schon ein bisschen speziell, ne? Wenn ein Huhn dabei sitzt. Das muss man schon sagen. So, ich möchte jetzt mich bedanken bei allen, die diesen Abend möglich gemacht haben. Mit Manpower, mit Ideen, aber auch mit Geld. Kommt alle in die Spielstätten, wenn sie wieder öffnen. Und ja, wie kann man einen Abend, einen Gala-Abend gewidmet der Kultur, der Unterhaltung, dem Entertainment eigentlich unter solchen Umständen beenden? Vielleicht so. Ich wünsche uns, dass unser Verstand wach bleibt und unser Herz tapfer und offen, damit wir auf eine bessere Zukunft für uns alle hoffen können. In dem Sinne, Prost, bis zum nächsten Mal. Oder? Jo. Kann man mal machen. Prost. Prost. Komm, ihr habt doch eigentlich alle was zu trinken. Das weiß ich doch. Noch nicht. Ich hole gleich noch mehr Gläser. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich schenke dir. Ja. Uschi. Ja. Wenn ich Uschi mache, kein Quatsch. Nun sei doch wieder lieb zu mir.